Schau mir ins Gesicht und sag nochmal, dass mich jemand beobachtet hat, Digga. Was auch immer, Digga. Scheiß auf Lorenz, scheiß auf Adam, scheiß auf die Polizei, Mirage geht hier um uns. Aber jetzt beschuldigst du mich schon wieder, Mirra. Selbst wenn wir zu euch als Freunde kommen, kommen wir mit Leuten, die auf den Bergen verteilt sind währenddessen. Eine neue Familie namens Artisch ist schon in der Stadt. Ja. Dass er jetzt nicht mehr bei der Bundeswehr ist, sondern eine Mafia gründen will, Mirra. Das Bündnis mit uns und der LCN wird nicht zerrissen, Hermano. Wir sind La Familia. Dann holt schon mal alle Waffen her, Hermanos. Dann gleich essen wir Aal zum Frühstück. Aber er toast, Mirra, jetzt mal unter uns. Bleibt unter uns. Ist da was dran oder nicht? Ist das alles das, was sich für einen Krieg lohnt oder nicht? Eine verdammte Situation, ein verdammter Tag. Ich weiß, dass du deine Familie verteidigen willst. Und ich nehme es dir nicht übel, dass du die Sachen für dich behalten wolltest. Denkst du, wir würden da stehen, wo wir sind, Mirra, wenn wir nicht absichern würden? Ein paar Minuten nach eurem Treffen ist er im Krankenhaus aufgewacht, Mahmud. Das geht alles schneller als... Also wir haben heute eine schöne Nachricht nach der anderen, Mirra. Diese Stadt wird brennen! Wie Max Sancho, dieser kleine Pendejo, der hier keinen Wert in dieser Stadt hat. Ihr kommt mir gerade mit einem Grund, dass er unfreundlich zu Mahmud war und beleidigt Don Teflon gerade vor meinen Augen, mir. Und wundert euch, dass sein Hermano gerade was sagen will? Und Olaf, wenn du deine Antwort nicht gerade bekommen hast, Hermano, dann weiß ich auch nicht. Man muss nicht immer etwas sagen, um zu wissen, was los ist. Ich habe gerade mit Marcel Heres gesprochen. Ja. Ich kenne ihn, seitdem ich hier auf den Start bin und noch viel, viel länger. Irgendwas stimmt da nicht. Hat ganz komisch geklungen. Erstmal sagt er, ja, ich habe Breitenberg vor ungefähr einer Stunde das letzte Mal gesehen. Ich sagte, okay, wo denn? Er sagte, vor der Staatsbank. Ich sagte zu ihm, okay. Wo habt ihr, über was habt ihr miteinander geredet? Er sagte, wir haben so 3 bis 5 Minuten geredet. Ich sag, worüber denn? Er konnte nicht richtig antworten. Er sagte dann am Ende, sie wegen dem Bündnis. Er hat nochmal gefragt, wie es aussieht. Und wir haben gesagt, wir überlegen und sieht gut aus. Sie, Fassi. Ich muss gleich nochmal bitte was anderes ansprechen, was sehr wichtig ist. Auch in der Familie. Kann ich das jetzt machen, ganz schnell? Was ist das denn? Ich weiß, dass viele von euch sehr oft Zivilisten abziehen. Ab sofort bitte, das ist, wird mit einer, von oben auch mit einer, da kriegt ihr ein Flugticket hier raus aus der Stadt. Ab sofort geht ihr nicht mehr zu Zivilisten und sagt, den zieht die Tasche aus und dass sie danach springen sollen. Das ist ab sofort hier in der Familie komplett verboten. Springen? Was meinst du mit springen? Ja, dass sie jemanden bedrohen und sie ihm sagen, zieh die Tasche aus und dann sagen sie ihm, komm mal mit oder so. Ihr dürft nicht die Tasche nutzen, um rauszufinden, ob jemand eine Langwaffe hat. Ganz einfach. Ist auch verständlich, warum oder nicht. Okay. Gut. Ich finde diese Taschen sowieso nichtsnutzig. Nun, auf jeden Fall, Hermanos. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Marcel was mit eurem Aufenthalt im Krankenhaus zu tun hat und irgendwie kann ich mir das genau vorstellen, dass er es war. Nur was hat das für einen Nutzen im Endeffekt, fragen die uns nach einem Bündnis? Wir sagen, wir überlegen uns das und haben den gestern oder vorgestern aktuell direkt Nein gesagt und auf einmal landet Männer von mir im Krankenhaus, nachdem sie sich mit den OGs getroffen haben. Kann das vielleicht sein, dass jemand da sauer ist, weil wir der LCN treu bleiben? Ich muss mit. C? Ich habe wichtige Informationen. Ich habe gerade einen Anruf bekommen. Lörres, Adams, Weiß und Baum haben eine Ausreise bekommen. Was? Derzeit gibt es nur noch einen Polizei. Nochmal. Was? Lörres, Adams, Weiß und Baum haben eine Ausreise bekommen. Derzeit gibt es nur noch Herrn Zimmermann als Vizepräsident und Herrn Aal als Moment. Also als Wie Arzt. Neu ist die Information? Gerade eben per Telefon bekommen. Ein perfekter Putsch. Das war's. Holgersen hat die Polizei für sich gewonnen. Den kann dazu, sich niemand mehr widersetzen. Dazu kommt aber noch hinzu, dass alle Polizisten jetzt mobilisiert werden, dass sie kündigen werden. Und derzeit gibt es kaum noch Polizisten. Wer will? Alle wollen kündigen. Die wollen alle kündigen, ja. Teilweise haben sie es auch schon getan. Mirra. Das geht alles schneller als... Also wir haben heute eine schöne Nachricht nach der anderen, Mirra. Diese Stadt wird brennen! Wie Max Sancho, dieser kleine Pendejo, der hier keinen Wert in dieser Stadt hat und keine Hand und keinen Fuß hier hat, Mirra. Wie er es gesagt hat, zum ersten Mal, als ich ihm begegnet habe. Mr. Bitcoin, ich glaube, Sie verstehen was falsch. Was verstehe ich falsch?
Das ist doch keine schöne Nachricht. Das ist eine sehr schöne Nachricht, Hermano. All diejenigen, die für uns jetzt Aal sabotiert hätten über die nächsten Wochen und Monate, fliegen auf einen Schlag ist raus, nicht zu sabotieren, Hermano. Glaub es mir, Breitenberg. Ich habe mit ihm gesprochen. Du kannst ihm nicht sabotieren. Glaub mir. Okay. Dieser Mann ist unkorruptbar. Nicht korrumpierbar. Nicht korrumpierbar? Ja, man kann ihn nicht korrumpieren. Nicht korruptbar. Scheiß drauf, Mirda. Dieser Mann wird nicht korrupt sein. Okay, sag es. Perfekt, Big P, direkt. Weiter, Manus. Was gibt es noch? Hast du noch eine Info? Das war es erstmal an Infos, aber sollten neue Infos kommen, werde ich informiert. Okay. Ganz wichtig ist auf jeden Fall, dass wir eine Liste kriegen mit allen Bundeswehrsoldaten, die die Bundeswehr gestern und heute verlassen. Ich setze mich dran. Das ist extremst wichtig. Das stimmt. Und damit wir wissen... mit OGs reden. Sie. Verzeihung. No, alles gut. Mit OGs müssen wir reden, Sie. Und am besten jetzt. Wir warten gar nicht auf die Nachricht, Hermanns. Wir fahren jetzt alle hin. Wollen wir mitkommen? Von alle. Okay. Damit können wir bereit hin, auf irgendwas Besonderes vor, oder fahren wir optisch hin? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke, wir müssen immer bereit sein. Oh, ist die Frage, ob wir Zweier besetzt waren oder Vierer besetzt? So Zweier. Okay, Hermanus. Dann pack bitte Komoros aus einer von euch. Und Mr. Bitcoin, können Sie mir bitte einen Niedere rangehen, damit ich auch Autos auspacken kann? Sie, das macht Breitenberg. Breitenberg, gib Chico einen anderen Rang, damit er die Komoros auspacken kann und du fährst gleich mit mir mit. Ich mach's einfach später, wenn Leute können oder Kadano lassen, alles gut. Ja, okay. PayPal benötigt wegen 3 Fahrzeugen. Hey Bitcoin Mann. Salam alaikum, Ramano. Walaikum assalam, wie geht's dir, Bruder? Esta bien, wie geht es dir? Nicht so gut. Wieso? Bruder, gerade ist was passiert, Bruder. Das ist nicht normal, Bruder. Was ist passiert? Oder Familienprobleme, ein bisschen, weißt du? Mahmoud, du bist mein Ramano. Ich sehe dich wie mein Bruder, Mirda. Vier Augen, Bruder, immer vier Augen. Ich erkläre dir das, Bruder. Okay, also bleib unter uns beide, bitte sag niemandem von deinen Jungs was für ihn. Hör zu, lass uns jetzt treffen, alleine. Wo? Okay, Bruder, ich schick den Standort, ja. Ich warte und fahre gleich direkt los, adios. Bis gleich. Breitenberg, Chico, Mirda, wer ist alles hier? Basi. Chico ist da hinten. Breitenberg ist im Helikopter. Hol alle zurück. Ihr sollt alle zurückkommen, Befehl von Mr. Wittgen. Wo ist Breitenberg? Er ist im Helikopter. Wir sind vor dem Wohnzimmer. Breitenberg, komm mal her. Hermano, Mahmoud, ich habe gerade mit ihm telefoniert. Ich wollte sagen, dass wir losfahren. Hör zu, Hermano. Ich fahre jetzt zu Mahmoud. Er will ein Vier-Augen-Gespräch. Er sagte, irgendwas ist passiert. Er klang am Telefon sehr traurig, Hermano. Sehr traurig. Du nimmst jetzt die Männer und fährst zur Justiz, um dort das Gespräch zu suchen. Ich fahre zu Mahmoud. Ich werde direkt sagen, was passiert ist. Hä? Irgendwas stimmt da nicht, Hermano. Gut, dann reden Sie mit Mahmoud. Was soll ich bei der Justiz machen? Finde ich heraus, dass die OGs was für deinen Tod verantwortlich sind? Töte ich alle. Selbst wenn, lassen Sie es. Vertrauen Sie mir, es gibt etwas viel Wichtigeres als Ego, persönliche Differenzen. Egal, was Mahmoud sagt, auch wenn ich schuld bin oder im Recht bin, ist egal. Das Wichtigste ist, dass das Kali-Kartell vorankommt und nicht Breitenberg. Also egal, was ich jetzt rausfinde, wir reden darüber nochmal.
Handeln Sie nicht emotional. Sie. Nicht emotional. Zur Justiz, Breitenberg. Sagt ihnen, wir wollen heute mit ihnen reden. Heute mit ihnen reden. Hola. Mahmoud. Ja, ich bin gerade hier mit Bitcoin, ja. Ja, was denn? Ja? Ja. Ja. Okay. Ja, alles gut, Bruder, alles gut. Wenn du dazukommen willst, komm ruhig dazu, Bruder, das ist kein Thema. Bis gleich, Bruder. Bruder, der Marcel ist auf dem Weg und das ist gerade sehr scheiße. Ich muss dir das ganz schnell erzählen, komm mit. Setz dich hin, Bruder, setz dich ruhig hin. Das hier komme ich immer zum Chillen, Bruder, um die Sonne zu genießen. Was Besseres hättest du nicht aussuchen können, Armano. Bruder, ich sage dir, Bitcoin, du weißt nicht, was gerade passiert ist. Wir sind am Anwesen. Cracky ist ja neu bei uns. Kennst du den Cracky, den See, Bruder von Sosa? Ja, Bruder, der baut die ganze Zeit Scheiße. Der macht hier einen Unfall, da einen Unfall. Der beleidigt hier Marcel, da Marcel. Irgendwann Marcel ist ausgerastet. Da meinte man noch eine Sache und dann schieße ich dich ab. Aber Bruder, der schlägt einfach Olaf. Also, du weißt ja, Abi. Cracky? Der greift ihn einfach an. Ja, ja. Was hat Marcel gemacht? Er hat seine Waffe gezückt, ihm einen Kopfschuss gegeben. Daraufhin Sosa sagt, du kannst doch nicht mein Bruder abknallen und deine Waffe raus und knallt Marcel ab. No! Daraufhin will ich gerade meine Waffe ziehen und Sosa abknallen, Bruder. No! Ich bin der neue Mahmoud. Ich bin der neue Mahmoud. Hab mich beruhigt, Bruder. Hab bis 10 gezählt, eingestiegen und direkt weggefahren. Und genau da hast du mich angerufen. Hat sich jetzt bestimmt nicht mal mehr daran. Wie? Da ist er schon, Bruder. Da ist er schon. Iskus auch da. Iskus habe ich gerade auch an der Garage gesehen. Bei euch. Hola Marcel. Salam alaikum, Digga. Wie geht's euch? Salam. Oh, ich auch, Hermann. Hola. Grüß dich wieder. Ja. Was geht, Digga? Alles klaro. Ich dachte lieber, dass ich ohne die Familie komme, Marcel. Alles gut, Digga. Alles hier vorne. Es gibt trotzdem Sachen, die muss nicht unbedingt in aller Munde sein. Sie? Klaro, ich vertraue meiner Familie, aber. Auf jeden, Digga. Auf jeden. Bist du deine Maske gerade oder wie? Ich kaufe auch immer auf meine Maske drum, Mirda. Ja, ja. Ja, ja. Was ist los, Hermanos? Was passiert gerade momentan? Bitcoin, was denn los, Digga? Ich habe das Gefühl, du willst uns beschuldigen für irgendwas. Kann das sein? Sie, das möchte ich. Erzähl mal. Wir Hermano, darüber reden, hör Digga. Zu, Hermano. Ja, ja. Ich will euch nicht beschuldigen. Das Problem ist, es spricht viel zu viel dafür, aber auch viel zu viel dagegen. Ich will nicht glauben, Mirda, dass du diese Sachen, die du damals getan hast, jetzt nochmal tust. Denn wir sind alle reifer geworden, Mirda. Wir auf wissen, wir haben Familie zu beschützen. Ich weiß, Breitenberg hat manchmal eine Klappe, Mirda, dass er sagt, ich bin der König und ihr seid die Bauern und so weiter, Mirda, das weiß ich. Dennoch ist er mein Leidenschafter. Ja, das glaube ich dir, Digga. Und einer der schlauesten Menschen, die hier auf dieser verdammten Insel rumlaufen, Hermano. Und jetzt sage ich euch kurz eine Sache, Hermanos. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst. Weißt du gerade, wo Lörres ist? Frau Löhre. Sie? Keine Ahnung. Soll ich euch zeigen? Ja. Wo ist die Frau Löhre? Auf Wie Malta. Wie ist sie gestorben? Achso. Achso? Auf ich Malta. Ich dachte, sie ist gestorben. Hermano, no. Sie ist ausgereist aus der Stadt. Achso, also ja, nicht wirklich weg. Malta. Ah. Herr Adams von der Polizei auch. Okay. Die Information habe ich gerade bekommen von jemandem aus der La Cosa Nostra, aber das ist eine Information, die können wir auf jeden Fall glauben. Aha. Krass. Nun, scheiß auf Lörres, scheiß auf Adam, scheiß auf die Polizei, Mirra, es geht hier um uns. Um die Sache, Mirra, dass wir ein Bündnis machen wollten und jetzt liegen meine Männer im Krankenhaus, Hermano. Wie kann das sein? Ja, Bitcoin, wenn ich schlauer wäre, würde ich dir das auch erzählen, Digga. Sag ich dir so, wie es ist. Bist du auch im Krankenhaus aufgewacht? Wer ist im Krankenhaus? Ich bin auch im Krankenhaus aufgewacht, ja.
Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. 15 Minuten oder so. Nun, ich kann dir sagen, Mahmoud Breitenberg und Chico sind irgendwie zu euch gegangen. Sie wollten mit euch reden über das Bündnis. Ich habe sie aber selber nicht geschickt. Ich wusste es nicht, dass sie dorthin gehen. Aber Breitenberg hat die Befugnis zu solchen Sachen. Bruder, ich habe doch mit ihm geredet heute den ganzen Tag. Vorher aber Hermano, alleine. Ja? Ein paar Minuten nach eurem Treffen ist er im Krankenhaus aufgewacht, Mahmoud. Wie? Wirklich jetzt? Sie, 100%. Oder ich weiß vorhin, da war bei uns am Anwesen, da hat mich die Luisa... Können wir ganz kurz... Warte. Eine Minute. Geht einfach nach Ausführung, ich bin auch schon... Am Anwesen? Ja, nee, da war bei uns am Anwesen erstmal. Wusste Marcel danach, davon? Nee, da war nur ich da. Und danach waren wir beide im Auto, okay, wir sind einfach rumgefahren, also nur wir beide. Und danach meint er so, was heißt du, sei deine persönliche Meinung zum Bündnis? Oder für wen bist du? Da meinte ich, sagte er, ich bin für euch, aber wenn ihr euch noch 3-4 Tage Zeit lässt, dann werden wir uns wen anders 100% suchen, weil wir müssen auch sehen, wo wir bleiben, weißt du? Und dann meinte er so, okay, das, ich danke dir, dies, das, das war eigentlich alles, was ich wissen wollte. Dann sind wir zurückgefahren, eigentlich wenig geredet und dann am Ende, irgendwer hat durchgefunkt, Breitenbergs vor dem Anwesen, aber wir hatten was zu tun. Und da hat Marcel den weggeschickt und später, also wusste Marcel doch, dass er beim Anwesen war? Nein, warte, ja, aber das war danach erst. Danach wurde halt weggeschickt, so ein Funk. Er sagt, sag mal, Funk, bitte Bescheid, die sollen den wegschicken, wir machen das gleich, wir hätten was zu tun, weißt du? Und dann später, was war später nochmal? Achso, genau, wir haben ihn angerufen und danach waren wir da bei der Staatsbank, glaube ich, in der Nähe. Und da haben wir mit dem ein bisschen geredet gehabt, doch wirklich 1-2 Minuten und dann mussten wir direkt wieder los, weil da gab es so Zivis, die auf uns geschossen haben. Sind wir weggefahren eigentlich und das war's, Bruder, ja? Eigentlich haben wir nichts mehr gesehen. Marcel, habe ich dir auch gesagt, Bitcoin, oder? Sie, das stimmt, außer dass du gesagt hast, dass Breitenberg schnell wieder los musste. Nee, er musste auch los, ja, aber wir mussten auch los, wegen der Schießerei, Digga. Deswegen war das ja nur so kurz, deswegen habe ich nicht so viele Informationen bekommen. Si, klar, Hermano, si. Ja, ja. Hermano, ich bin auch nicht hier, um jemanden zu beschuldigen. Ihr seid die Letzten, die ich beschuldigen möchte. Das glaube ich dir, Digga. Wie kommen wir jetzt aus diesen ganzen Situationen raus? Ich würde sagen, wir finden die Hurensöhne, die das Breitenberg angetan haben, Digga. Die findet man nicht, das weiß ich. Ich wo würdest du denn anfangen zu suchen? Informationen, Digga. Leute bestechen. Keine Ahnung, Digga. Na, was denkst du denn, warum ich mit euch rede? Weil ihr die letzte Mal die Breitenberg gesehen haben, sie? Auf jeden. Und Chico. Wer? Chito? Ja, Mierda, jedes Mal Chico. Nein, hä? Unser Chito. Chico. Wer ist Chico? Ein Mann von mir, Mano. Mein Shotgun. Ach so, okay. Okay. Den kenne ich nicht. Klaro. Muss öfter hierher kommen, Mierda. Die Luft ist hier oben echt schlecht. Was ist sie hier, Isko? Flisch. Klaro. Ja. Sehr schöne Luft hier, auf jeden Fall. Und sehr ruhig. Sieh, man hört niemanden mehr reden. Ja. Wo ist Olaf, Marcel? Olaf ist am Anwesen, glaube ich, Digga. Hast du ihm nicht gesagt, dass wir kommen wollten? Da gab es einen Zwischenfall, Digga. Und ich bin im Krankenhaus aufgewacht. Und bin vom Krankenhaus direkt hergekommen, wie. Zum Krankenhaus? Tja, das ist belastend. Das ist belastend, Bitcoin, Digga. Was ist denn los, Bitcoin? Was bedrückt dich denn so? Wenn ich dir sage, ich habe damit nichts zu tun gehabt, Digga. Wieso vertraust du mir nicht, Bruder? No, das ist gar nicht mehr mein Kopf, Hermano. Ach so, was ist denn in deinem Kopf? Wenn ich dir eine Sache nicht beweisen kann, dann denke ich nicht mehr drüber nach. Auf jeden, Digga, auf jeden. Erzähl mal, was ist denn los? Ich denke über alles nach. Jo, ist mein Bündnis richtig? Toast, ich habe gestern die Informationen bekommen von Chito, von eurem Chito. Ja. Dass er jetzt nicht mehr bei der Bundeswehr ist, sondern dass er eine Mafia gründen will, Mierda. So viel habe ich auch mitbekommen, Digga. Das weiß ich von Chito. Mhm. Jetzt weiß ich ganz genau, wenn dies Toast tut, ja, wird er sich mit euch verbünden.
Da ist ein bisschen was im Umlauf, auf jeden Fall, aber dazu kann ich dir nicht so viel sagen, Bitcoin gerade, weißt du, was ich meine? Weil ich bin auch nur auf dem Stande, ich weiß genauso viel wie du im Moment, weißt du? Noch haben wir uns mit niemandem Bündnis angeschlossen oder sonstiges. Das weiß ich. Eure Worte waren ja entweder wir oder niemand, aber das hält ihr nicht lange durch, alleine wird ihr niemals so stark sein. Nee, auf keinen Fall. Solange diese Bündnisscheiße da ist, ja, brauchen wir auf jeden Fall einen Bündnispartner. Das geht nicht anders. Das ist richtig. Ich war sogar am überlegen, ob ich das Bündnis mit meiner LCN auflösen soll und mit niemandem ein Bündnis mache. Um zu zeigen, es geht auch ohne Bündnis. Aber diese Chance wird dann von den anderen genutzt und dann kommen die und wollen über uns rüberlaufen. Und dann wird es wieder Krieg geben. Auf jeden, Digga. Dann wird es Krieg geben, dann sind die in der Übermacht, Digga. Und derjenige, der kein Bündnis eingeht, ist dann wieder der Gefickte, Digga, weißt du? Genau so sieht's aus. Genau so sieht's aus. Musst du eine Lösung finden, musst du eine gesunde Mischung draus machen. Ja, ansonsten Mann, ja, Mann. Bist du der Gefickte, Digga. Und niemand möchte der Gefickte sein. Glaubt es mir, einer, der Erfahrung hat, der schon mal in den Arsch gefickt worden ist, du willst nicht in den Arsch gefickt werden, Digga. Glaub mir das. Das und ich, wer denn? Wer ist denn? Wie meinst du denn? Und ich als Marcel hier, es wurde schon mal in den Arsch gefickt, Digga, weißt du? Von wem? Ja, das ist so eine alte Bekanntschaft, Buxtehude, Digga. Und glaub mir, wenn du einmal ins Arschloch gefickt worden bist, willst du das nicht nochmal? Glaub es mir einfach. Nicht mal das erste Mal würde ich es wollen, Romano. Das glaube ich dir, Bruder. Das glaube ich dir. Ich sagte dir ja, Romano. Ich sagte dir ja, wenn ich es dir nicht beweisen könnte, denke ich nicht mehr über die Sache nach, sieh. Die Sache ist, Romano, dass ihr dort nicht alleine standet. Sondern was? Zwei Männer von mir mit dem Fernglas. Tony und Ramirez. Jetzt ist die Frage, Marshall, wieso? Wieso? Yo, Bitcoin. Bitcoin, hörst du mich? Claro. Ich habe die letzten 20 Sekunden nichts mehr gehört, Digga, sorry. Ich bin schwerhörig, weißt du, was ich meine? Mahmoud, wiederhol du ihm das, Romano. Wiederhol mal bitte, Mahmoud, Digga. Mahmoud! Ich bin fassungslos, Marcel, hast du sowas echt getan? Nee, ich habe gerade nichts gehört, wirklich. Walla Billa, Digga. Wiederhol mal nochmal. Er meinte irgendwie, da waren zwei Leute mit einem Fernglas oder so. Wo mit Fernglas? Wo, Digga? Hör zu, Romano, ich habe dir gesagt, wenn ich dir nichts beweisen kann, dann denke ich nicht mehr über die Sache nach, sieh? Auf jeden, Digga, auf jeden. Das Problem ist mir, ich kann diese Scheiße beweisen. Wie kannst du die dann beweisen, Digga? Ramirez. Ja. Und Tony. Wer ist Ramirez und Tony, Digga? Zwei von meiner OG. Was können zufällig, die denn beweisen, Digga? Die zufällig... Ja. Mit einem Fernglas ein paar Sachen beobachtet haben und die rufen mich auch gerade an. Moment. Ramirez, ich hab dir gesagt, Hermano, warte bitte. Ich bin noch hier. Warum machst du sowas, Marcel? Sie? Wie, was mache ich da, Digga? Sie, den Standort hast du. Alles gut, Hermano, wir sind das am klären. Bis dann. Ihr wisst, Ramirez? Ja. Was geredet wurde, kannst du mir nicht sagen? Nein. Du hast nur gesehen, was passiert ist. Ich erinnere mich auch nicht mehr. Okay, hol Tony bitte zu dir. Und er soll jetzt nicht schlafen gehen. Adios. Bis dann. Also, Bitcoin. Digga. Schau mir ins Gesicht und sag nochmal, dass mich jemand beobachtet hat, Digga. Was auch immer, Digga. Wenn ich dir sage, ich habe damit nichts zu tun, nimm deine dann Maske hab ich damit nichts zu tun, Digga. Achso, ich habe eine Maske an, Bruder. Ist schon wie mein zweites Gesicht, Digga. So. Echt, wenn ich zu dir sage, ich war das nicht. Oder meine Jungs waren das nicht, Digga. Dann waren wir das nicht. Bruder, was wart ihr nicht? Das mit, was mit Breitenberg und so passiert ist. Was Digga. Ist denn mit ihm passiert? Ja, du sagst dass ja, er im Krankenhaus aufgewacht ist. Krankenhaus aufgewacht ist, Digga. Wir haben damit nichts zu tun, Digga. Also, ich mag Breitenberg auch. Ich habe ihm letztens mein GTL sogar ausgeliehen. Ja, und das muss was heißen. Also, Bitcoin, du verletzt mich gerade übelst, Digga. Sag ich dir, wie es ist, Mann. No, Armano, du hast mich verletzt. Wie? Ich hab dich verletzt. Ich hab nichts damit zu tun, Digga. Mir jetzt diesen Rahmen in das Land.
Bring mir diesen Ramirez und wie heißt der andere? Toni? Bring und die sollen mir ins Gesicht das sagen, Digga. Dass sie mich mit dem Fernglas beobachtet haben. Komm! Zwei Leute. Wir. Hermanos. Ja. Ja. Die sollen es mir sagen, Digga. Egal wie gut man miteinander ist, denkst du, wir treffen keine Vorkehrung? Denkst du, wir würden da stehen, wo wir sind, Mirda, wenn wir nicht absichern würden? Selbst wenn wir zu euch als Freunde kommen, kommen wir mit Leuten, die auf den Bergen verteilt sind währenddessen. Das glaube ich dir, Digga. Das machen wir genauso. Gut. Verkauf mich nicht für dumm, Hermano. Ich habe damit nichts zu tun, Bitcoin. Ich habe dir gesagt, ich habe damit nichts zu tun, Bitcoin! Das würden wir niemals machen, Bitcoin. Was ist einfach gehst und ich echt Respekt. What the fuck? Wir haben damit halt echt nichts zu tun. Ne? See, Mahmoud. Dann rede mal mit Marcel und frag ihn mal, was passiert ist, see? Wenn du von Respekt hast. Sag mir einmal die Wahrheit, Bruder. Stimmt das? Hör zu. See, Isco, ich weiß, dass du nichts damit zu tun hast. Das weiß ich. Was ich aber weiß ist, wenn ihr mir jetzt wenigstens sagt, wieso, Mirda? Sagt mir doch wenigstens, er hat eine große Fresse oder sonst irgendwas, Mirda. Das würde ich verstehen. Aber dass man mir ins Gesicht lügt, Mirda. Hermano, Marcel, wie oft hatten wir zu tun miteinander und ich weiß genau, wann du lügst, Mirda. Und ich weiß genau, wann du nicht lügst. Und jetzt sag mir, wieso? Wieso? Also Bitcoin, Digga, ich sag's dir ehrlich, wie es ist. Ich bin enttäuscht von dir. Ich kenne dich so lange. Ich kenne deine Masche, Digga. Du versuchst irgendwas aus irgendjemand rauszuholen. Aber das zieht bei mir nicht, Digga. Wenn ich dir schon einmal gesagt habe, ich habe damit nichts zu tun, dann habe ich damit nichts zu tun, Digga. Dann brauchst du auch nicht deine Tests rausholen und mir angeblich sagen, irgendwelche, Bruder, die haben was gesehen, aber hundertprozentig nicht mich, weil ich war nicht anwesend oder sonstiges. Ich war mit den Jungs, ich war im Anwesen, ich hatte selber Probleme. Wir haben kurz mit dem Typen geredet, 3 Minuten maximal oder so, und ich war weg von dort, Bitcoin. Und das war's dann auch, Digi, ganz einfach. Breitenberg? Ja? Hol mir bitte die beiden aus der OG, die alles gesehen haben und dies bezeugen können, was passiert ist dort mit dir und Chico. Das wisst ihr aber nicht. Hol mir bitte trotzdem die beiden aus der OG. Okay, bis gleich. Adios. Das Problem ist, selbst wenn sie hier sind und alles bezeugen, wirst du sagen, sie lügen. Okay, die sollen mir ins Gesicht sagen, dass ich das war, Digga. No. No was, Bitcoin? No was, Digga? Marcel. Bin doch nicht blöd, Mann. Bitcoin, ich bin ganz schön enttäuscht von dir. Sag ich dir, wie es ist, Digga. Wenn ich dir einmal sage, dass ich das nicht war, dann war ich das nicht, Digga. Okay. Ich weiß, dass du es nicht warst. Ich weiß, dass du weißt, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, was passiert ist, Digga. Bitcoin. Okay. Ich frag dich jetzt, Mahmoud. Ich frag dich jetzt, Mahmoud. Weißt du davon was? Und ich schwöre dir bei Gott, Mirda, ich weiß, dass du deine Familie verteidigen willst und ich nehme es dir nicht übel, dass du die Sachen für dich behalten wolltest. Aber wir sind jetzt hier, Manusi, als einstige Freunde, Brüder. Nimm mal Kali und OG Scott beiseite, Manus. Wieso werde ich so angelogen von euch? Mahmoud. Also, ich glaube. Weißt du was, was ich nicht weiß, oder was? Oder warum zögerst du? Nein, ich weiß wirklich von nichts. Ich sage dir, Bruder, ich weiß nichts. Wenn ich wissen würde, hätte ich doch gesagt. Ich würde wenigstens jetzt zu Marcel sagen, Bruder, wir sind. Du weißt es ja eh anscheinend, verstehst du? Dann pack einfach aus, wenn das stimmt, aber wirklich nicht, Bruder. Ich weiß echt von gar nichts. Okay. Bitcoin, ich verstehe deinen Kunst und ich verstehe auch deinen Verlust, Digga. Aber das an deinen Brüdern so auszulassen, das verstehe ich überhaupt nicht. Das sage ich dir so, wie es ist, Digga. Breitenberg. Wenn sie in Gefahr sind, ne? Dann no, sie noch mal ich bin nicht in Gefahr, Mano. Töte die beiden und die sollen nie wieder auf unserem Anwesen kommen, no problema. Welche beiden? Bleibt weg. Die Männer sollen sich zurückziehen, Hermano, es besteht keine Gefahr. Okay, dann weiß ich Bescheid. Wir sehen uns bis später beim Anwesen, adios. Ich hab's dir gesagt, Digga. Gut. Diese zwei werden aus meiner OG entlassen, mit dem Tod bestraft.
Das haben die auch richtig verdient, sag ich dir, wie es ist, Digga. Ich liebe dich, weißt du, das ist Bitcoin. Du stehst immer hinter uns, genauso andersrum. Genau, und Bitcoin, ich sag dir, wie es ist, wären die Wichser gekommen, Digga. Ich hätte die vor deinen Augen eiskalt erledigt, Digga. Weil ich lasse nicht eine langjährige Freundschaft mit Bitcoin mich von solchen Pissern zerstören lassen. Ich sag euch, was sie mir gesagt haben. Es ging in diese Richtung. Sie haben sich mit ein paar Sachen, sie haben sich nicht gut ausgedrückt. Sie sagen, sie haben euch beobachtet mit Ferngläsern, Breitenberg, Chico, du, Mahmoud oder jemanden auf jeden Fall, den sie nicht kennen. Dich haben sie erkannt. Und ihr habt sie getötet. Beziehungsweise versucht zu töten. Das ist der größte Bluff, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Deswegen werde ich sie jetzt. Darauf kommen. Ich sag dir, ich glaube, sie sind schon tot. Okay, jetzt mal logisch. Okay, ich stehe mit Isco da. Und ihr beide habt ein Gespräch und du bist mit deinen Jungs. Und ihr klappt Marcel ab. Oder ich würde direkt mit Isco reinstimmen. Direkt mit Isco. Sofort. Verstehst du, was ich meine? Sehe ich, klar. Ja, Bruder, warum haben die nichts gemacht? So, keine Ahnung, ja. Weil sie nicht dürfen, Armano. Ach so. Okay, Mann, aber okay, haben die nicht direkt angerufen? Oder was? Keine Ahnung. Also, wieso haben die nicht direkt angerufen? Haben und sie gesagt, ey, die haben. Ich war nicht wach, Armano. Ich hab's als letztes erfahren. Ah, okay. Conny, ich würde mich nur um einen kleinen Gefallen noch von dir bitten, Digga. Bitte? Dass, wenn wir, dass unsere Wege, wenn sie sich jetzt gleich trennen, dass du mir noch ein Foto von den zwei Wichserleichen schicken würdest, Digga, ja? Damit ich mir auch 100% sicher bin, dass die ausgelöscht worden sind. Moment, ja? Moment. Machen wir jetzt. Das wäre super, Digga. Ja, hallo? Sind die tot? Also ich sag jetzt nur ja, falls sie da irgendwas mitkriegen lassen wollen, aber nee, ich weiß nicht, wen sie meinen. Sie, claro. Schaffst du bitte, kannst du ein Foto von den beiden Leichen machen? Ja, machen wir. Gut, jetzt. Okay, mach ich, bis gleich. Sie, wie ich warte, adios. Gut. Isco, wer ist das denn, Mirra? Ja. Ist die LCN. LCN. Soll mich nicht sehen, Mirra. Isco. Ja. Fühlst du dich wohl? Ja, das Dings ist so warm, Beton ist so warm und die Sonne ist so schön. Oh. Ja. Ach, Mirra. Ich habe es satt, Mirra Messer in den Rücken zu bekommen, sie. Glaube ich dir, Digga, glaube ich dir. Es ist das schlimmste Gefühl. Bist du es nicht auch leid, Mirra, dass man immer denken muss, dass seine besten Freunde einen belügen und betrügen? Auf jeden, Digga. Bin ich ganz oder nicht? Bin ich ganz was ist mit dir, Mahmoud? Oder das ist das schlimmste Gefühl, was es gibt. Ja, Alhamdulillah muss ich das noch nicht erleben, so oft, um ehrlich zu sein. Sieh. Marcel. Jojo, ich höre. Schau mich an und sag, dass es bei uns nicht passieren wird. Bei uns wird das niemals passieren. Sieh recht. Niemals im Leben, Bruder. Niemals. Lack, Bruder. Niemals. Lack, niemals. Ey, was schreit ihr? Oh Mann, jetzt habt ihr meine Ding. Wisst ihr noch, als wir in dieser Situation waren? In dieser Situation. Ach, Mirra. Zivilisten, Kartelle und so weiter, Mirra. Wir waren in Situationen, in denen wir wollten wir gar nicht rein, Mirra. Wir wollten da nicht hin. Ja. Ja, aber das jedes Mal wollten wir raus und wir wurden wieder reingezogen, Mirra. Wir wollen oder nicht. Nur zu gut, Digga. Und ich liebe dich, Marcel. Ich dich auch. Der Grund, warum ich überhaupt ein Business mit euch überlege, ist Mahmoud. Disco ist auch ein Mann von Ehre, Marcel. Und ich will dich nicht töten, Armano. Bruder, warum sollst du mich töten, Digga? Warte, Mahmoud. Wartet. Ich will mal durchreden. Du sagst deine letzten Worte. Hör mir zu. Egal, was ihr tut. Ey, das ist was Geplantes. No, Mahmoud. Ist es nicht. Wir müssen machen. Ich glaube, seine Männer kommen gleich. Hör zu. Ich glaube, er hat eine Isco. Uhrzeit gesagt, wo seine Männer dann kommen. Isco, no. Wir müssen ihn töten, bevor sie uns Isco. Töten. Mahmoud. Er hat unsere Vize alle getötet. No, hab ich nicht. Hör mir zu. Ich liebe dich. Türen, Marcel! Türen, mein Abi, Marcel! Alle zum unser GPS. Bitcoin hat Marcel getötet. Ja!
Er darf nicht. Er darf auch nicht. Hermanos, darf ich mal wissen, Gerda, was wir hier machen? Wir werden die Nazis, was sein ist, angreifen. Wieso? Wir haben die wurden umgebracht. Die waren beim Gespräch. Dann ist es besser so. Achso, nee, da wäre egal. Es ist besser so, Mr. Bitcoin. Sie müssen jetzt der ganzen Familie vertrauen. Ich werde die OGs anrufen, Hermano. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch gut mit denen, oder nicht? No. La Familia hat sich hier gerade versammelt und wir werden die OGs angreifen müssen. Dafür brauchen sie leider auch kein Telefonat. Weil das Telefonat würde sowieso nur auf dasselbe wieder hinausführen, wahrscheinlich. Wir müssen sie nur eine Sache klar machen, dass sie jetzt La Familia vertrauen müssen. Sie müssen dem Bündnis LCN und Kali vertrauen. Hoffentlich ist das der Richtige tun. Aber Mahmoud ist mein Hermano. Könnt doch nicht Mahmoud töten. Lasst mich ihn wenigstens anrufen und warnen. Nein. Sie dürfen niemandem Bescheid sagen. Wer ist das? Okay. Hat jemand $1,000? No, ich hab nicht. Jungs, $1,000 für ihn. Das ist Fufu, ich geb da eben 300. Geh mal. Wir haben uns hier auf jeden Fall versammelt, um uns irgendwas auszudenken. Wir müssen handeln. Ich hab leider nicht mehr. La Familia muss handeln. Quasi. Das kann doch nicht sein, Mirna. Die haben uns nach einem Bündnis gefragt. Und jetzt... Sieh, dann könnte das ja vielleicht auch der Grund sein, warum sie... Das ist doch klar, Hermano. Was für Gründe haben wir, die La Cosa Nostra zu verraten? Was für Gründe haben wir, Hermano? Sagt es mir. Denkt ihr, mich interessiert das mehr, dass sie... Mahmoud ist mein Hermano, aber das gibt mir noch keinen Grund mehr, da zu den OGs zu wechseln als Bündnis. Obwohl wir wissen, es könnte bald einiges hier anders sein. Wir halten zusammen, Hermanos. Komme, was wolle. Sie. Dann halten wir jetzt auch zusammen gegen die OGs. Dennoch weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist, ob wir sie wirklich angreifen sollten, oder... Ich kann es nicht verstehen. Chico, wir haben nicht alle Hintergrundinformationen. Das ist schon mal das Wichtigste. Also greifen wir sie an, weil wir nicht genau wissen, was passiert ist, oder wie? Wir wissen nur, dass sie zu einem Gespräch hin sind. Sie meinten, Mahmoud hat irgendwas zu mir. Mahmoud hat irgendetwas, sei extremst traurig. Und dann haben sie nicht mehr geantwortet und wo lagen dort und ein Heli von uns wurde beschossen. Ich habe das Gefühl... Ein Heli von euch wurde beschossen? Richtig. Ich habe das Gefühl, dass... Ja. Sie. Okay, was für ein Gefühl hast du, Breitenberg? Sag mir deine Gefühle, Hermano. Sag es mir. Ich habe das Gefühl, als hätte irgendjemand dort einen Fehler gemacht und versucht auf Krampf seinen Fehler zu vertuschen. Jetzt ist die Frage. Cousin, riskieren wir die Freundschaft komplett und starten jetzt einen verhängnisvollen Krieg für alle Seiten? Oder versuchen wir das anders zu lösen? Deswegen dachte ich rufe die an, Mirda. Vielleicht ist das ein Missverständnis. C. Cousin, du musst mal online kommen, ich habe ein Geschenk für dich. Für mich ist das keine Freundschaft mehr. Nach dem, was gerade passiert ist, es ist mir egal, ob sie es vertuschen wollten oder nicht, aber ich bin ihnen ganz ehrlich, wenn die auf uns schießen, dann sind die keine Freunde mehr. Dann kann ich die nicht mehr Amigos, Compadres oder Hermanos nennen, dann sind das für mich Verräter und bei uns haben die in meinen Augen nichts mehr zu suchen, wenn die auf meine Brüder schießen. Gut, ich rufe jetzt Olaf an und ich sage ihm, was, dass meine Familie dort entscheidet. Und, Aber warum warnen sie ihn vor? No, ich sag ihn ja nicht. Ich sag ihn nur, wie es kommen könnte. Das ist aber auch schon aber das ist eine Warnung. Das gefällt mir. Lass ihn dann Angst machen. Wir machen den Angst. Lassen wir erstmal kurz zu Teflon reden. Quasi, zähl mal ganz kurz. No. Hermano, hört mir zu. Eine Frage. Wisst ihr... Ach, Mirda, seit wann ist Teflon hier? Wisst ihr, wie viel Zwiespalt das bei denen bringt? Wenn ich diesen Anruf tätige. Einige sagen, sie, Krieg, andere würden sagen, no, und die würden sich streiten und so weiter und so weiter. Aber wen möchtest du anrufen? Und direkt Olaf Schaff. Der Einzige, der mir vernünftig überkam, war bei Mahmoud und Olaf. Nein, Mahmoud kann man vergessen. Warum? Weil er traurig war. Kann sein, dass er emotional vorbelastet ist. Und wir wissen ganz genau, dass ein Sosa, ein Heeres, ein... ja, wie die nicht alle heißen, dass die einfach nur schießen wollen. Denen ist das scheißegal, gegen wen. Wenn wir jetzt Olaf anrufen und Olaf will nicht, dass gegen uns Krieg ist, dann ist das die richtige Entscheidung. Wenn Olaf will, dass es gegen uns Krieg ich werde ist, Olaf jetzt dann verlieren anrufen, wir nur den Überraschungseffekt. Machen Sie das. Dann verlieren wir nur den Überraschungseffekt.
Aber falls Olaf keinen Krieg will, wird das die intern belasten. Da sind wir im Vorteil. Und Überraschungseffekt ist so gut wie sowieso unwichtig aktuell. Gut wie verloren, weil die ganz genau wissen, weil wir es gesehen haben. Und für diese Aktion ist gerade unser einziger Vorteil, wenn wir sofort zuschlagen würden. Denn das erwartet man eigentlich nicht. Wir haben immer viel zu lange gebraucht für die Aktionen. Ja. Ich würde jetzt sagen, ich rufe die mal an. Sie? Lila Autos, Lila CLS, Lila rechts Autos von uns. Nee. Bewegt euch mal bitte ganz kurz. Lila CLS rechts von uns. Hallo? Hola, Olaf. Hallo. Hallo Manu, irgendwas stimmt hier nicht. Wie kann es sein, dass meine Leute sich bereit machen, gegen euch zu schießen? Passiert da irgendwas, wovon ich nicht weiß? Es ist anscheinend einiges vorgefallen. Ich versuche gerade, einiges zu klären. Wieso aber immer Mirda, wenn ich davon nichts weiß und du anscheinend jetzt nichts? Das kann ich dir gerade nicht sagen. Also ich habe meinen Leuten gesagt, die sollen sich zurückhalten. Ich werde das klären, irgendwas stimmt da nicht. Die sagten, no, wir können ihnen nicht sagen, wieso. Fakt ist, wir haben es verdient. Anscheinend sind wohl mehrere Leute nach dem Treffen von Leuten mit euch im Krankenhaus gelandet und sonst irgendwas. Und anscheinend auch ich. Ich weiß nur, ich bin im Krankenhaus aufgewacht, mehr weiß ich nicht. Und sie sagten zu mir, sie? Ich kann dir da auch nicht viel zu sagen. Ich kann dir nicht mehr sagen, was dir deine Jungs gerade gesagt haben. Nun, sie haben mir nicht viel gesagt, außer dass... Genau. Und du weißt ja, warum sie dir nichts gesagt haben. Richtig. Nur die Frage ist das alles das, was sich für einen Krieg lohnt oder nicht? Das frage ich dich, deswegen rufe ich dich an. Nicht Marcel, nicht Mahmoud, sondern dich. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich melde mich bei dir nochmal. Ich muss jetzt erstmal selber Informationen einholen. Quasi immer in Bewegung bleiben. Dann melde dich bitte, Olaf, sobald du was weißt und wir sprechen drüber. Ja, alles klar. Ciao, ciao. Adios. Das war schon mal der erste Schritt. Okay, Hermanus. Er sagte, die sind in irgendeiner Besprechung. Dann ist das noch unsere Chance, oder nicht? Weiß ich auch nicht. Die Frage ist, wo sind sie bei einer Besprechung? Auf deren Haus? Auf irgendeinem Berg oder sonstiges? Da sind 3 CLS in Lila vorbeigefahren. Hier? 3? Sie. 2 oder 3. Ich hab's nicht mehr genau im Kopf, aber Lila und CLS. Wollen wir unsere Position ändern oder wollen wir hier verteidigen? Das ist einer der besten Hoods. T. Auf die Dächer sind legendär. Ja, ich weiß. Also, wenn man weiß, wie man sich hier verteilt und vorgeht, dann ist das perfekt. Oh, Polizei. Polizia oder Krankenwagen? Krankenwagen oder Polizei? No, Feuerwehr. Breitenberg. Ja. Also, Olaf sagt, er weiß selber nicht, was los ist. Er muss sich Informationen einholen. Also, wenn das stimmt. Dann ist alles gut, dann sollten wir die Füße stillhalten. Dann hat irgendjemand anders da dumme Entscheidungen in der Familie getroffen und versucht jetzt auf Krampf alles zu vertuschen. Wenn das nicht stimmt, haben sie uns zusammen mit Holgersen, mit allen anderen zusammen, den Krieg erklärt. Und diesmal nimmt das ein Ausmaß... Wieso Holgersen? Was hat der damit zu tun, Hermanus? Habe ich Ihnen doch erzählt mit dem Polizeirat, oder nicht? See. Holgersen hat doch an Lost und Platz Waffenscheine verteilt. Mhm. Jetzt ist er der Bundeswehr ausgetreten. Er hat einen Polizeirat gestellt und Polizeipräsidenten wurden entlassen. Er bereitet gerade alles dafür vor, alle anderen Familien zu schwächen und Lost im Blatt zu stärken. Hinzu kommt aber, dass Toast ausgetreten ist und eine eigene Mafia aufmachen will. Wenn er sich jetzt mit Toast zusammentut... Das hat uns Chito selber gesagt, Hermano. Ne? Was hat er gesagt? Chito hat uns gesagt, dass Olaf Toast eine Mafia aufmachen will. Das haben wir von Chito, die Information. Genau. Und was ist, wenn Olaf Toast sich mit Holgersen zusammentut? Dann deckt sich, dann passt alles. Wir müssen sich das so vorstellen. Olaf hat alle Informationen, um das Gehirn eine Mafia zu gründen. Warte mal, Hermanus. Wieso rufen wir nicht direkt Olaf an? Nicht Olaf, sondern Toast. Ruf
Und fragen, ich will ihn mal fragen, ob er mir überhaupt von alleine erzählt, dass er was vorhat. Und dann, wenn nicht... Wenn er sagt, dass er bei einer Besprechung ist... Dann ist er eventuell sogar mit denen. Moment. Toast. Hat jemand ein Munitionspaket? Toast, Mierda, wie geht es Ihnen? Ich grüße Sie. Hola. Mir geht's sehr, sehr gut. Und wie geht's Ihnen? Ach, está bien. Leider im Krankenhaus vorne aufgewacht, aber ich denke, ist jetzt wieder alles gut. Und Ihnen? Sie sind im Krankenhaus aufgewacht. Sie. Ai. Und leider weiß ich nicht, wieso, Mierda. No. Kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß nur, ich bin auf dem Weg zu... Ich glaube, zu... den OGs gewesen. Ich weiß nicht mal, ob ich da angekommen bin. Okay. Sie. Ja, können ja einige Sachen gewesen sein, ne? Das ist das, Mirna. Nur die Männer sagten, die wollen jetzt irgendwas gegen die OGs planen. Ich weiß aber nicht, wieso. Ich sagte, wieso. Die sagen, Bitcoin, davon dürfen wir leider ihnen nichts erzählen. Das ist aber auch nicht schlimm. Wir machen das nicht unbegründet. Ich sagte, Romanos, haltet lieber den Ball flach. Jetzt wollte ich sie mal anrufen. Ich hatte gestern ein interessantes Gespräch mit Chito. Wollen Sie wirklich Mirna? Chito, ja. Wollen Sie wirklich eine Mafia aufmachen, Mirna? Ich kann das nicht glauben. Eine Mafia aufmachen? Hat Chito Ihnen erzählt, ich will eine Mafia aufmachen? Sie auf meiner Krokodilleder-Couch in Weiß. Gestern. Ah. Wieso? Okay. Das wäre mir ja neu. Also stimmt das nicht? Also ich weiß von nichts. Ich bin nur nicht mehr bei der Bundeswehr tätig. Also das stimmt, Sie sind kein Vier-Sterne-General mehr. Das ist korrekt. Ich würde mich nicht wundern, wenn Sie den OGs beitreten wollen. Sie sind ja mit Marcel Heres gut. Ich dachte, ich komme zum Kali-Kartell. Zum Kali-Kartell? Toast, Hermano. Sie sind mindestens auf derselben Stufe wie ich. Was wollen Sie mir da zum Kali-Kartell kommen und Befehle von mir annehmen? Verarschen Sie mich nicht, Hermano. Nö, aber ich war immer an der Schwelle der Nahrungskette. Welche Nahrungskette? Ich bin auch mal bereit, etwas anderes in Kauf zu nehmen. Nun... Wieso kommt denn Chito zu mir nach Hause und erzählt mir, Mr. Bitcoin? Olaf Toast ist kein Vier-Sterne-General mehr. Er ist jetzt raus und will seine eigene Mafia gründen. Das waren genau die Worte von Chito. Okay, das mit der Bundeswehr, das stimmt. Das heißt, bei der anderen Sache hat er gelogen? Ich wüsste nicht, warum er sich das rausnehmen sollte. Ich kann es Ihnen nicht sagen, aber ich weiß nur, Chito ist eigentlich kein Lügner. Und, deswegen wundere ich mich gerade. Ich habe die Information seit gestern ich weiß nicht. Breitenberg, wann war Chito gestern bei uns mit Mahmud? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich war gestern gleich da. Ah, stimmt. Cardano war mit mir. Cardano, Manolo, Litecoin und Loco waren mit mir. Sie. Ich hole mal die Infos ein. Ich melde mich dann bei Ihnen. Er toast mir da jetzt mal unter uns. Es bleibt unter uns. Ist da ja. Was dran oder nicht? Ich hab mit dem Gedanken gespielt, dass ja. Aber, okay, das ist ja keine hundertprozentige Sache. Ich bin so gesehen immer für den Staat da. Wissen Sie, einmal Staat, immer Staat. Also, okay, gut. Naja, wir werden sehen, wie sich das alles entwickelt. Ich werde jetzt mal schauen, wie ich das kläre, Mirna. Es muss ja nicht unbedingt Krieg sein zwischen uns und den OGs. Das Problem ist, ich weiß ja nicht mal wieso, weshalb, was hier vorgeht, Mirna. Wie soll ich überhaupt so eine Sache im Guten klären? Meine Leute wollen sie unbedingt angreifen. Ich sag, Moment. Haben Sie einen Rat für mich? Ich werde mich mal schlau machen. Ich rufe Sie zurück. Ich warte auf Ihren Anruf. Wunderbar. Adios. Alles klar, Herr Bitcoin. Bis gleich. Adios. Also, keine Ahnung, ob stimmt, was Chito gesagt hat. Ich denke schon, dass es stimmt. Kann ich aber nicht 100% bestätigen. Wir müssen aber darauf vorbereitet sein.
Chito. Wenn er das nicht sagen durfte, steckt er jetzt in Scheiße. Das ist schon mal was Gutes für uns, Hermano. Was sehr Gutes für uns. Also, entweder ist alles dumm gelaufen, Marcel Hedes versucht auf Krampf einfach nur etwas zu vertuschen, weil er einfach aus Spaß geschossen hat. Oder OG plant, ein Bündnis zu zerreißen, damit sie die Waffenrouten an sich kriegen können. Das Bündnis mit uns und der LCN wird nicht zerrissen, Hermano. Wir sind La Familia. Flieg mal bitte einer von euch. Ja, ich versuch's, aber... Dann flieg ich. Lass mal. Kann fliegen, ich bin ein guter Pilot. Und wieso sagst du, ich versuch's? Nee, ich hab versucht reinzukommen. Ach so. In den Helikopter. Wir sind das ist auch meine Leitwache. Okay. Die Weinberger? Das weiß ich, Silver. Ich danke dir. Nur ich bin die letzten Tage immer so zu. Hola, wer ist da? Einen wunderschönen guten Morgen, Bitcoin. Oh, hola, Sago. Oder in meiner Sprache, Salam Malik. Oh, oder auch muchos gracias. Oder auch muchos gracias. Er denkt einfach, das heißt Hallo. Bitcoin. Sie? Ich hoffe, Sie haben Zeit. Schwierig. Sehr, sehr schöne Informationen nach dem Tweet von gestern, was Manolo geschmissen hat. Okay, was ist da passiert? Wenn ihr Zeit habt, mal die Leadership wenigstens zu uns in die Hut, hier gerade der hochrangige, ja, Ex-Polizei-Mitarbeiter. Ex-Polizei. Alles hochrangige, die Polizei stürzen wollen. Bitcoin, das sollten Sie sich definitiv nicht entgehen lassen. Wieso kommen die zu euch und nicht zu uns? Die haben versucht, Manolo oder Fasi zu erreichen, haben es nicht geschafft. Und die haben wahrscheinlich ihre Nummer nicht. Hör zu. Ist da Frau Lörres mit bei? Frau Lörres hat One-Way-Ticket, wenn Sie verstehen. Also, ist das wirklich wahr? Schau dir einmal den Wagen dort unten in der Kurve an, bevor wir landen. Bitte einmal herkommen. Welche Kurve? Da rechts unten. Lassen Sie sich bitte nicht entgehen. Hermano, das Problem ist, wir sind gerade mitten im Krieg, also ist es sehr schwierig. Oh. Links, okay. Hier, da. Okay, sollen wir lieber zu euch kommen? Komm zu uns. Ein Artisch, okay. Oh, okay, dann wir gehen in den Keller in Sicherheit. Artisch? No Problem. Artisch, ja, Bionica. Dann kommen wir jetzt, ja? Ich schalte alle ein, dass Sie Bescheid wissen. Artisch ist eine neue Mafia in der Stadt. Lukas, Dimi und Knurhan, danke euch. Vielen Dank, ja? Woher die Infos? Letzte Nacht. Von Chito, sie? Die? Du warst dabei, als Chito das gesagt hat. Das war Chito oder Chico? Wer von den OGs? Hat erzählt. Sie? Ja. Die ehemaligen Herrscher über das Waffengeschäft. Ich glaube... Vato oder der Bruder von Manolo. Hermano, und Vato auch. Ich glaube, ich habe von diese Info von einem Bruder oder von einem Freund von Manolo, der jetzt bei den OGs ist. Redet er auch so wie Manolo mit Vato und so weiter? Ja, sie. Okay, Moment. Richtig. Wie ist dein Name, Hermano, von Elzien? X, Leggy. Das klingt interessant. Na, wenn es eine neue Familie in der Stadt gibt, dann werde ich euch noch beauftragen, dass ihr mit allen Helikoptern, die wir haben, verteilt über die Stadt fliegt und schaut, wo auffällig Menschen sind. So haben wir auch jede andere Familie gefunden. Und er hat dir wortwörtlich Artisch gesagt? Artisch hat er mir gesagt. Bist du 100% sicher, dass er dieses Wort... 100%. Okay. Herr Bitcoin. Herr Toast. Das Wort 100%, wo ich damit gehört. Ah, okay, sehe. Also ich, der Hermano von der LCN, sein Name ist Leggy, genannt Mr. X, ist sich 100% sicher, dass...
Herr Toast eine gewisse Artesh-Mafia aufmacht. Und diese Information hat er von Vato von den OGs. Von Vato von den OGs. Also auf einer Seite ist dort Chito, der das rum erzählt. Und jetzt auch noch Vato. Ja, ich bin der Sache gerade nachgegangen. Okay. Und? Und es liegt ja die Vermutung im Raum, dass ich tue. Das ist ja auch korrekt. Sie? So, aber existiert ja nichts. Okay. Nur das sind unsere Informationen. Das wird im Zusammenhang damit liegen, weil ich ja damals gesagt habe, wenn der Staat auf die Idee kommen sollte, mich meines Amtes zu entheben, wird Rache folgen. Das heißt, Sie vermuten das alle? Ich gehe mal stark davon aus, ja. Moment. Der Staat ist schon in Alarmbereitschaft. Mr. X, Hermano. ATC. Sag mir bitte genau den Wortlaut von diesem Vato. Von den OGs. Schwarzer, Komm her. Okay. Sag es. Seine neue Familie namens Artesh in der Stadt ist. Eine neue Familie namens Artesh ist schon in der Stadt. Nee. Okay, und wer ist der Führer von denen? Das hat er nicht gesagt. Jetzt bin ich gespannt. Das hat er nicht gesagt. Wer der Anführer sein soll, keine Ahnung. Das heißt, er hat nur gesagt, es ist eine neue Familie Artesh in der Stadt. Sie, okay. Nun, und von Chito wissen wir, dass Herr Toast seine Mafia aufmachen will. Also 1 plus 1 sind 2 bei mir. Aber wenn Sie mir sagen, dass Sie das nicht vorhaben, dann glaube ich Ihnen das, Hermano. Und selbst wenn Sie das machen, dann würde ich Sie sogar eher dabei unterstützen, Mirda. Was für Fähigkeiten, General. Sie sind für zu viel höheren Berufen, Sie. Das ist richtig. Also ich bin der Letzte, der was gegen hat, Hermano. Sie, Toast? Dass es in Planung steht, würde ich nicht abstreiten, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Verstehe. Das heißt, die Information können wir in den Müll schmeißen, dass es 100% eine Familie jetzt namens Artesh gibt. Also es gibt noch keine. Offiziell nicht, nein. Gut, ich weiß Bescheid. Selbst wenn, Romano, ich werde die Information trotzdem für mich behalten. Aus meinem Mund wird in dieser Hinsicht nichts rauskommen. Es sei denn, Sie sagen, okay. Nun ist es so und Sie werden... Hermano, wenn, dann stellen Sie mich sich sowieso irgendwann bei uns vor. Also würde ich sagen, no problem. Selbstverständlich doch. Selbstverständlich. Herr Toast. Herr Bitcoin, einen schönen Abend. Adios. Also, Herr Toast sagte, dass er überlegt, so etwas zu tun, aber noch nicht getan hat. Dürfte ich noch hinzufügen, dass ganz zufällig an unserem Treffpunkt in der Nähe, an einer Stelle, wo ich, also da, wo wir uns getroffen haben, ist kein Leben in der Stadt. Da stand ein Streifen-GT auf dem Parkdeck. Ich habe durchgegeben, dass sie das Auto genau untersuchen sollen und das Parkdeck, da es mir komisch vorkam, dass dort ein Wagen steht. Das Kennzeichen war ATC-001. Und das ist Artesh? ATC? 001 sind sehr besondere, sehr wichtige Kennzeichen. Und wer ist denn für Kennzeichen zuständig hier in der Stadt? Wer kann sowas organisieren? Was wollten die von uns? Oh, da stand einfach nur ein Auto und es kam mir so suspekt vor, dass es an dieser Stelle steht, wo wir uns getroffen haben. Das heißt, wir müssen auf höchste Alarmbereitschaft gehen, würde ich sagen. Ich habe noch eine Sache. Wir bekommen gleich Besuch. Breitenberg, und jetzt hör du genau zu mir da. Breitenberg. Ja, ich höre zu. Die ganze Zeit. Hör zu. Ganz kurz, Don Teflon, Sie wissen Bescheid, Frau Lörres ist ausgereist. Ausgereist? Besser gesagt, sie wurde des Staates verwiesen. Sie hat ihr Schiff bekommen, Sie? Sie, mit Adams zusammen. Und jetzt hören Sie mir zu. Es wurden heute sehr viele Leute gekündigt von der Polizei. Hochrangige Leute. Und die sind momentan auf dem Weg hier zu uns. Und wollen die Polizei, das PD stürmen. Beziehungsweise vernichten. Interessant, oder? Aber Mr. Bitcoin, wir können doch jetzt nicht mehrere Fronten führen. Hermano, ich, du und Teflon, wir gehen runter in den Keller, führen das Gespräch in Sicherheit. Unsere Hermanos werden hier verteidigen. No problem. Wo ist das Problem, Hermano? Nein, ich meine, das Problem ist, wir sollten... Was ist das? Hallo?
Problem ist, wir sollten uns jetzt nicht an einem Zerstörungsakt gegenüber der Regierung oder der Polizei beteiligen. No, Armano, trotzdem müssen wir sie empfangen, und das, bevor sie sich woanders Hilfe suchen, Armano. Ja, ja, das stimmt. Wir hören die an, genau. Das ist das. Das ist das, Armano. Das kann sehr wichtig für uns sein. Sehr, sehr wichtig. Ehemalige Polizeigewalt. Da bin ich mal echt gespannt. Mhm. Die auf uns geschissen haben, ja, und jetzt kommen sie angekrochen. Sie? Komm mal mit. Sie, möglicherweise sind das genau die, die nicht dagegen waren. Das kann natürlich auch sein, sie. Das kann sein. Ich habe mitbekommen, dass ein Aal sich eingeschlichen hat. Ja, habe ich doch gesagt. Er wurde von Holgersen an der Spitze des der Polizei platziert. Als Polizeirat, nicht als Präsident. Ein vollständig neuer Rang. Er steht über jeden Polizisten, den es gibt auf dem Start. Sie, die hasst das. Das ist richtig, was sie. Er hat gesagt, weil Blatt und Lost Waffenscheine haben, ist ihm egal, wie viele Waffen die haben. Und er hat zwischen den Zeilen und auch immer wieder aktiv nachgefragt, wer die Routen hat. Die Waffenrouten. Und dass ihm das ein Dorn im Auge ist. Die Routen? Richtig. Komisch, dass er mir nichts darüber gesagt hat, dieser kleine Pendejo, die Mierda Caliverga. No, das heißt, wir werden sowieso wahrscheinlich demnächst einen Krieg auf mehreren Fronten führen müssen. Das denke ich auch. Hermanos, wir haben immer mehr zu verteidigen. Ja, ist das da. Gut, Hermanos. Ich habe übrigens auch ganz viele Inhalte bei mir verabschiedet. Und diese werden jetzt wieder aufgefüllt. Wir waren gestern laut Infos meiner Familienmitglieder aktiv 16 Mann. Das heißt, wenn noch die 3, 4, 5 Leute wieder dazukommen, können wir uns Richtung 20, über 20 bewegen. Sehr die gut. aktiv beteiligt sind. Dann Teflon, würde ich sagen, ich, du, Breitenberg, runter in den Keller und alle anderen. Chico weiß sowieso, was zu tun ist. Hola, Anderson. Hola, Mr. Bitcoin. Ah, ja. Hola, guten Tag. Guten Tag, Herr Bitcoin. Hola. Kommen Sie rein. Buonasera. Kommen Sie rein. Ja, das ist eine ganze Menge. Es wird jetzt gleich voll. Ich habe gesagt, die Information wird Sie interessieren. Jetzt sind wir mal gespannt. Eine Info, das... Ja, es sind über 20 Polizisten, die gekündigt haben. Über 20? Und wer leitet jetzt mit 20? In der letzten Stunde. Und die Information ist 100% richtig, dass Lyris eine vom Staat ausgereist wurde? Lyris, hier ist noch Malta. Adams. Für immer? Ja. Und Adams? Reise ohne Rückflug. Was denkt ihr, Hermanos? Gut oder nicht gut? Nicht gut. Nicht gut. Ich glaube, das sehen Sie, oder? Weil wir jetzt hier stehen. Okay. Interessant. Interessant. Es wäre schön, mal von Polizisten zu hören, wie sie... ich habe gehört, dass sich ein Aal eingeschlichen hat. Wie ist denn die Stimmung allgemein bei den ganzen Beamten? Sagen schon allein die Kündigung. So gut, dass ich als Vize-Bisi gesagt habe, das unterstütze ich nicht. Habe mich selbst gekündigt, mich selbst aus dem Dienst entlassen. Viele meiner Kollegen sind dem Beispiel gefolgt, haben ebenfalls den Dienst quittiert. Und auch die Kollegin hinter mir, beziehungsweise meine Frau, hat ebenfalls den Dienst quittiert. Und dementsprechend ist das PD aktuell ein Scherbenhaufen. Viele hochrangige Beamte haben das PD verlassen. 3 Leute der Führung. 4 Leute der Führung. Moin. Ja, komm erstmal mit. Das sind auch Polizisten. Das ist der Moment. Oh, ja, leider. Frau Lönnes Schwester. Buonasera. Nein, das ist Frau Gomez. Gomez. Ah, okay. Hey. Und Herr Gomez ist daneben. Hallo. Zudem sind mit uns auch alle Ausbildungsinhalte gegangen. Romanos, am besten redet ihr einmal etwas lauter, damit wir euch alle verstehen können. Sie? Gerne. Zudem sind mit uns alle Ausbildungsinhalte gegangen. Sprich, Nachkömmlinge, neue Anwärter werden nicht die Ausbildung genießen, die. Richtig. Wie weit sind Sie denn bisher gekommen? Mit Herrn Aal. Insgesamt, mit dem ganzen Gespräch. Wir haben gerade angefangen.
Wir haben gesagt, dass über 20 Beamte das PD verlassen haben. Ja. Dass größtenteils davon hochrangige Beamte waren. Sie haben das PD vier Leute der Führung verloren hat. Scusa, Sie haben doch bestimmt genaue Zahlen, wie viele Beamten Sie hatten. Waren, also gestern zum Beispiel zu derselben Zeit ungefähr waren wir 39 im Dienst. No, es geht darum, dass wie viele Angestellten noch das, übrig das sind. Das habe ich nicht, ganz ehrlich. Ich glaube, es gibt über 60 Polizisten oder sowas, die regelmäßig im Dienst sind. Und jetzt 20 weniger. Wir haben jetzt übrig nur noch meistens Anwärter. Richtig. Oder die, wo echt nicht oft da sind. Jetzt ist die Frage. Tut mir leid, Roman. Entschuldigung. Wie ich gerade gekündigt habe, hat Herr Aal auch zu irgendeinem gesagt, ich weiß nicht zu wem, aber es wäre auch ein Geld gerade da. Achso, die Polizei ist auch pleite, das ist richtig. Die Polizei ist pleite. Richtig. Das Einzige, was sie wirklich haben, sind Waffen. Wie viele? Die manche nutzen können. Viele. Also mein letzter Sehr Stand viele. Waren, also als der neu aufgefüllt worden ist, sind 200. Ich würde jetzt mal schätzen 100 bis 150 von jeder Dienstwaffe. Also von jeder Dienstwaffe. Ich habe von jeder. Karabiner mehr als 300. BCs mehr als 75. Und von dem anderen ist auch so um die 100, zwischen 150 und 200. Und das alles im Privatbesitz? Was der Polizei Waffen angeht. Im Privatbesitz? Im Privatbesitz, im Besitz der Polizei. Ist der Polizei. Okay. Aber wir haben Waffen, die wir euch natürlich überlassen würden, wenn das Ganze vonstatten gehen könnte. Wie viele Waffen habt ihr? Ich hab gar nichts. Also ich für mich habe 1 bis 2 Fahrzeuge. Ich habe nur einen Satz im Auto. Ich habe alle meine Dienstwaffen behalten. Ich musste die leider abgeben. Also einmal komplett. Macht mal alle die Hände hoch, die über 3 Waffen haben. Okay. Wie komme ich jetzt ins Spiel, Hermanos? Wie können wir euch weiterhelfen? Also wenn ich für mich spreche, also ich spreche jetzt nur für mich, der Herr Aal, also der hat nicht mal eine Lizenz, gar nichts, ne? Der überschätzt sich komplett. Er hat nicht mal einen Führerschein. Zeigen, was für ein Typ er ist. Der hat gar keine Lizenzen, nicht mal Theorie. Hermanos, soll ich euch sagen, als er hier war, was er gesagt hat? Ja. Egal wie viel Scheiße das PD gebaut hat, jetzt bin ich hier mehr und jetzt starten wir von null. Ich sag ihm mehr, halt deine Fresse, du Stück Scheiße. Ja, jetzt startet er wirklich von null. Der startet wirklich von null. Mirda! Ja, sieh, der war gut, Hermanos, der war gut. Für Polizisten kein schlechter Witz, Hermanos, sehr gut. Ex-Polizist. Ja, also er ist viel, aber kein Lügner. Aido, ich küsse dein Herz. Danke dir für die 30 Euro, Mann. Bei Bitcoin, Sie haben hier erfahrene Leute. Die sie gut einsetzen können. Ich habe das gestern, fucking SLK geleitet. Ich habe die Zivileinheit gegründet. Ich habe mit verschiedenen Kollegen hier die komplette Grundausbildung gegründet. Der Herr Baum war unser Ausbildungsleiter. Verdammte Scheiße. Die haben alles verloren, was sie hatten. Richtig. Wir haben jegliche Informationen über SLK, Zivil, Polizei, Bundeswehr. Ja, ich Bundeswehr ist auch am Arsch. Gesagt, aber was wollt ihr jetzt machen? Wollt ihr Zivilisten bleiben? Alle Dokumente haben wir den Zugriff weggenommen. Die haben keine Dokumente mehr, gar nichts mehr, womit sie arbeiten können. Das heißt, quasi sind alle unschuldig. Was haben ist ihr Scheiß-Tablet. Das ist doch sehr gut für uns. Definitiv. Die Frage ist, was wollt ihr erreichen? Teilweise. Was ist euer Ziel, Hermanos? Dass die Polizei wieder ordentlich wird. Das heißt, ihr wollt wieder Polizier werden? Nein, das Thema ist durch. Ja. Also ich spreche für mich, ich möchte den Kopf von Aal. Du willst den Kopf von Aal? Oh ja, da bin ich dabei. Was wärt ihr bereit, wenn ich euch den heute hier und jetzt bringe? Alle Waffen. Alle Waffen? Kriegst alle meine Waffen. Alle meine Waffen, die ich besitze. Dann holt schon mal alle Waffen her, Manus. Dann gleich essen wir Aal zum Frühstück. Leute, schaut ganz dabei. Ich mache euch mal ein bisschen scharf. Ich hab sogar ein Blitzergerät. Welche Blitzergeräte? Aufpassen, damit kann man wirklich schießen, wenn man das falsch macht. Nur aus dem Auto. Aber nur aus dem Auto schießen mit dem Blitzergerät. Ist er gerade wach, Romanus? Warum hat er ein Blitzergerät? Sollte. Ja, um die Leute dabei noch da. Hör zu.
Moment. Ach, hier ist er doch. Aal. Vielleicht hat er schon so eine leise Vorahnung gemacht. Ich glaube, der ist zu blöd, das Handy zu benutzen. Hat er noch keine. Vielleicht hat er noch gar kein Handy, Hermano. So nice. Ja. Haben Sie zufällig am Anwesen einen Räucherofen? Ein Räucherofen? Na, komm mal mit. Ja, verbrennen wir die Hexe in Hänsel und Gretel. Verbrennen ist langweilig. Mach mal Platz, Jungs. Mach Platz. Platz mal. Ja, du bist der Profi. Wir lassen erstmal die Gäste durch. Dieser Raum gehört komplett euch alleine mit Herrn Aal zusammen. Ja, Messi. Können wir ihn hier anketten? Prego. Hermanos. Oh, mierda. Die Dame, weg von dem Blut. Das ist Blut aus dem Anus. Weil wir haben da einen Aufgang mit dem Anus zuerst. Leider ist er draufgetreten. Tut mir leid. Warum macht man sowas? Ja, nun, das gleiche wollt ihr ja mit Herrn Aal machen, Hermanos, oder nicht? Ja, am liebsten an den Kiem. Oh, warte, wir hatten doch irgendwo hier Strom, oder? Oh. Den Aal zittern lassen. Zitteraal aus ihm. Ja, genau, mein Zitteraal. Mierda. Ah, hier drüben ist die Batterie. Ich sehe sie auf dem Tisch. Ich habe auch Strom dabei. Ich habe noch einen Taser. Okay. Oh, wie sehr tut das weh, wenn alle Ex-Polizisten ihren Taser benutzen? Ja, wenn Hermanos, ich einen hätte. Boah, dass ihr spielen wollt. Sagt mir ehrlich, Polizia. Wen habt ihr versucht, als erstes zu erreichen? Manolo Montana. Muyo. Das heißt, ihr habt euch direkt versucht, an Kali zu wenden. Ich habe Manolo Montana und danach Sago angerufen. Ich hab versucht, Batscha anzurufen. Also, aber ihr wolltet das Kali-Kartell anrufen, oder nicht? Weil ihr die Stärksten seid. Ich mit unserem Anliegen. Weil ihr selbst Probleme mit der Polizei habt. Richtig. Gemeinsame Interessen. Jetzt bist du mir sympathisch, aber wer hat das gesagt? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das stimmt. Hermanos, das Bündnis, die La Familia, ist kaum aufzuhalten. Kaum aufzuhalten. Willst du hören? Ihr habt euch richtig entschieden, Hermanos. Braucht die Telefon. Wer von euch mir da von eurem Haufen ist jetzt der das Sagen hat quasi? Wie macht ihr das jetzt? Kein wirklich, der das Sagen hat. Wir sind genau wie ihr eine Familie. Richtig, wir sind eine Familie und... Ja. Gib mir deine Telefonnummer. Der Herr Zimmermann, gerade eben geredet ich hat. Ich gebe dir meine Telefonnummer. Ja. Das ist der Vizepräsident genau, gewesen. Zimmermann. Zimmermann. Genau, das war der... Richtig. Genau, der mit den mit dem schwarzen Pulli mit den Haaren. Ja, ich so Igelhaaren. Telefonnummer? Syndikatenpolizei machen. Ja, 01726. B. 75. B. 408. Hast du eine SMS bekommen? Ja, das hab ich. Okay. Alles klar. Ey, Scharmutz! Oh, locker. Loco, alles gut. Ich hab nur Schritte gehört und dachte, da kommt gleich jemand mit der Waffe rein. Ist das Loco? Ist das die für dich, Alte? Das ist nicht Frau Lörres, Hermano. So. Frau Lörres ist ausgereist vom Staat. Die Scharmutz. Hermano, und sie ist verheiratet, also versuch's es gar nicht. Also, die Frau Lörres war aber sehr nützlich in manchen Sachen, ne? Warte mal, eigentlich, wer seid ihr alle hier? Wer seid ihr alle? Ex-Polizisten. Alle Ex-Polizisten, die ich stehe? Ja. Aber alle? Ja. Nein. Hassler, Bro. Hassler, ich bin Hassler. Hallo, Hassler. Alle heute gekündigt. Ey, haben wir gerade ein, habe ich Geburtstag, Mr. Bitcoin? No, ich glaube nicht. No. Nicht auf deine Weise. Hör zu, Hermanos, das sind Leute. Also nicht umbringen. No. Nein. Alles gut, das ist der Bien. Ich dachte, wir helfen euch gerade. Ach so.
Wir geben euch Infos. C. Und Waffen. Und Waffen. Wir liefern euch den Aal auf dem Silbertablett. C. Warum wurde gekündigt? Das ist die Frage, die ich mich gerade stelle. Ja, Hermanos, hört zu. So. Ihr geht jetzt bitte alle direkt weg. Ich werde euch eine SMS schreiben mit einem Standort. Dort treffen wir uns. Herr Zimmermann, halten Sie sich bereit. Wie lange sind Sie wach heute? Oh, nicht mehr so lange. Maximal eine Stunde. Sollten wir hinbekommen. Ansonsten nehmen Sie die Nummer vom Herrn Gomez. Der ist wahrscheinlich was länger da. Gomez? Mhm. Ja. Nochmal. Achso, und der Auftrag, 01726. Den kommuniziert ihr nicht mal mehr unter euch. 01726 weiter. 7166. Okay. Gut, Hermanos. Dann geht jetzt los. Ich will noch singen nochmal an die Frauen, ne? Beide verheiratet. Ja, da kann man noch was, da kann man noch was drehen, alles gut. Ich denke nicht. Denke ich auch nicht. Sind beide aber hier, beide Männer sind hier. sind die Männer vergeben? Ja, mit den Frauen, mir da jetzt. Hermanos, muchas gracias fürs Kommen. Adios. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Danke. Herr Bitcoin. Sie, Hermano. Vielen, vielen Dank. Ich weiß, ich erinnere mich an das MPD damals, als sie sich zum Kanzler aufgestellt haben. Oh. Da sind wir uns etwas an die Fronten geraten. Und jetzt stehe ich hier bei Ihnen und brauche Ihre Hilfe. Das kriegen wir hin. Ich danke Ihnen. Das kriegen wir hin. No problema. Gehört die Waffe noch? Sagen. Ich denke, die ist ein Geschenk. Nehmen wir gerne. Gomez, ich komme gleich. Ich komme gleich. Auch hier, danke schön. Wir müssen uns um die Sachen kümmern. Alles gut. Wir reden dann gleich, ja? Jawohl. Max? Mhm. Komm mal bitte. Jo. Bei Bitcoin? Ich hoffe, Sie würdigen diese Information, die ich hier gebracht habe. Auf jeden Fall. Freut mich. Guten Tag dann noch, ja? Gleichfalls, Hermanos. Adios. Ciao, ciao. Passt auf euch auf. Ebenfalls. Loco, hast du eine Waffe bei dir? Warte. Ja, aber ich wollte hier das hier mit dir machen, warte. Wie geht's dir? Ist da bien, Hermano, ist da bien. Warum lachst du, Wichser? Breitenberg. Ich hab eine Waffe, ja, die Karabiner. Bring die mal ins Lager, Mirda, und heb die mal auf, Loco. Info zu Sago. C. Sago ist ein sehr treuer und ehrlicher Mann, der auch einiges kann. Jedoch hat er einmal für die falsche Person gebürgt. Nicht die andere Waffe. Was für ihn, ein Ausschluss aus unserer Familie bedeutet hat. Ich habe gesagt, wenn du wirklich für jemanden bürgst, dann würde es kein Drumherum geben, wenn diese Person, kann mich noch dran erinnern. Er war bei euch. Er hat einen Datout bekommen. Mhm. Aber das spricht ebenfalls nicht für seine Einschätzungsqualitäten von anderen Personen. Das denke ich auch. Denn er hat mit seinem Leben für jemanden gebürgt, der sich den größten Fehler erlaubt hat. Ich sag mal so, es gab ein paar Probleme mit dem Schlüssel unserer Waffenkammer. Und die Person, für die er gebürgt hat, hat dafür gesorgt, dass alle Waffen innerhalb von einer Nacht verschwunden sind. Wir reden hier von 16 Autos voll. Merda. Das ist belastend. Das ist belastend, Hermanos. Konnte man wieder auftreiben, sehe aber. Okay. Aber das Ganze war kritisch. Er hat gemeint, er ist ein guter Mann, er würde sowas niemals machen. Er ist treu. Und da hat man die Treue gesehen. Die Leute nehmen das auf die leichte Schulter, wenn man sagt, ich bürge für jemanden. Sie? Wenn sie damit bürgen, Mirda, dann müssen sie auch damit rechnen, dass sie deren Strafen bekommen. Und eine Weihnachtsfeier mit Perlen. Saufen. Dau zu mir. Okay. Wow, Mirda.
Ich weiß nicht. Das ist ein Einsatz. Ey, hast das Spaß, was echt? Ich schwör's dir. Was jetzt passiert, Mr. Bitcoin? Ganz kurz, ich eine Minute. Ich hab keine Weiber hier, aber wo habt ihr zwei Weiber hier? Boah, komm mit. Loco, ey. Zumindest muntert er einen hoch. Moment. Wer bist du? Ich bin Jam. Jam, was ist los, Hermano? Ich bin einfach nur, ich wollte mir was zu essen holen, zu faul zum Laufen. Ach so, Merda, du hast gehobt, ich dachte, irgendwas wäre. Ach so, nee, ich muss noch nicht. Du weißt Bescheid über die Situation, was passiert ist? Ja, hab ich schon gehört. Sehr gut. Du läufst doch mal barfuß rum. Geht's dir gut? Geht's dir viel so was gut? Was sagst du, Jam? Sollen wir da jetzt hin? No. Wir warten noch auf eine Nachricht. Okay. Also, okay. Du willst am liebsten jetzt schon losfahren, sieh? Ja, was machen die mit uns? Sie ist damit gar nicht recht. Ja, bitte. Ich habe keine Angel dabei. Von wem bekommen Sie die Nachricht, beziehungsweise wissen Sie, wann sie kommt? Ich sag ehrlich, wenn die mich lange warten lassen, dann tut, was ihr wollt. Mann. Ich sag jetzt so eigentlich, Sie haben sich so viel zu lange warten lassen dafür, dass wir wissen, was passiert ist, Mr. Bitcoin. Ich kann nicht warten, wenn ich so eine Information in meinem Hinterkopf habe. Es tut mir leid. Alle Männer sind heiß, wir wollen alle Rache, Blutrache. Es reißt. Wir können nicht mehr den Leuten zeigen, dass man mit uns immer reden kann. Vor allen Dingen nicht, wenn es vermeintliche Freunde sind, die uns ein Messer in den Rücken haben. Sie. Die ganze Familie wird unruhig. Jeder ist der Rache, Blutrache. Das, was da passiert ist, ist ein absolute Fokus. Hast du recht. Wir werden uns nichts von einem. Hermanos, hör zu, Hermanos. Adios. Okay. Angriff. Viva la fa. Mr. Bitcoin, ich liebe Sie. Ey, warum sitzt Oh, ist alles gut? Was habe ich? Sie sollen da auf Mr. Bitcoin. Mancha achtet darauf, mir, dass ihr genau 25 seid und nicht mehr. Ja, Mr. Bitcoin, soll ich auf ihn aufpassen, weil wenn sie jetzt zu dritt alleine rumlaufen, kann ja alles mit ihnen passieren. Du gehst mit denen. Die brauchen dich. Geh. Oh, wir werden angegriffen. Von wo? Aber wenn ihr 25... Wir können nicht mitmachen, Teflon. Wenn wir jetzt... Wenn wir dazukommen... Nicht. Viel Spaß. Haben die irgendwas gesagt? Okay, ich muss schießen. Er hat gesagt, die werden jetzt von den OGs angegriffen. Und wo müssen denn? Jetzt verteidigen. Bei euch am Anwesen. Die sind zu uns gekommen? Sie. Wie ist der Bündnisfunk nochmal, Mirda? 139. Bei 209, die Berge sind tief. Hermanos, was ist los? Da auf dem Berg sind tief. Es sieht nicht aus, wie wir sind bei uns. Unser Anwesen wird gerade angegriffen von denen. Und ihr wolltet gerade die angreifen, sie? Sie, das sind zwei Leute von. Tau auf ihn zu schießen, es ist nutzlos. Lass ihn durchlaufen. Kurz, Hermanos, haltet bitte kurz eure Position so, dass man euch... Das sind doch mehr als zwei, das sind sechs Leute auf dem Berg noch. Da kommt jetzt einer zu euch, einer kommt den Heli oben auf dem Berg. Krank, was wir jetzt bekommen haben. Ja, wir haben die Sandwich geführt. Es leben noch acht ungefähr von den OGs. Die sind jetzt genau unter meiner Position. Overwatch, schwarz-weißer Heli. Auf dem Berg. Eine Werfer auf dem Berg, super. Alles gut, unsere. Bitcoin, wie sieht's bei dir aus? Bitcoin lädt. Unter schwerem Beschuss, Romano, hier auf dem Berg. Nur niemand fährt uns der. Wir haben schweren Beschuss auf dem Berg. Die haben Attention auf uns. Alles gut, wir versuchen, wir uns hier wegzutippen, sie jetzt auch. Hallo, komm doch hier raus. Sandwich, die wissen das. Versuchen langsam, glaube ich. Hermanos, seid ihr am Leben? Sie. Was ist mit denen auf dem Berg passiert? Haben wir den großen Berg? No, da sind die. Luca und ich werden gepusht auf dem Berg. Okay, gut. Beide.
Zirkus, hör zu, bei dem Helikopter, seid ihr das? Sind das unsere Leute bei dem Helikopter? Nee, hey, haben wir gerade gepusht. Einer zu. Nee, hey, wir kommen schon, Zirk, wir kommen gerade. Okay, wir sind ich bin genau so voll mit Adrenalin, ne? Wir kommen jetzt auch den Berg hoch. Mr. Pitcairn, wir sind genau rechts von Ihnen. Komm, lässt Sie rechts von Ihnen. Sieh, ich will den Berg nur nicht runterlaufen. Bleiben Sie kurz stehen. Bleiben Sie da oben stehen. Wir kommen jetzt zu Ihnen. Aber so, dass Sie genau hinlegen. Wir sind immer noch okay, am Heli. Ja. Wir sind stramm. Alles gut. Sind Sie schon am Heli dran? Nee, noch nicht. Ich sehe gerade keinen mehr. Und Yoga noch. Beherrschung. Die sind alle auf der Straße. Die sind alle auf der Straße. Ich sag euch ehrlich, ich würde das sogar feiern, Walla, wenn die gewinnen würden. Ich würde das sogar richtig feiern. Sodass sie in unsere eigenen Männer reinlaufen. Kai, wo bist du? Ich bin genau hinter Ihnen oben. Ich bin genau hinter Ihnen. Okay, Hermanus, wo sind die jetzt auf dem Berg? Die sind auf der Straße da oben. Anfang Berg. Okay, sind die aber alles und runter. Wir kommen jetzt zurück zum Heli, sieh? Wir sind jetzt hier am Heli, Hermann. Okay, wir passt müssen jetzt von alle... euch auf, hinter euch, passt auf. Hinter dem Helikopter? Das ist was, einer von uns? Einer auf der Bergstraße, es sind vier auf der Bergstraße insgesamt. Okay, wir kommen von oben. Und oben von dem Berg runterpushen jetzt, hier oben den Berg runterpushen, sofort. Da sind die. Noch ein. Gehen die schon Richtung Anwesen? Immer noch auf der Straße, immer noch auf der Straße, die sandwichen die. Die sind alle auf der Straße, das ist ein Pfand, was wir erleben. Die letzten sind auf der Straße. Ah, ich sehe die. Unten auf der Straße, in der Kurve, sofort. Pass auf vor Revolver. Nur noch drei am Leben. Ja. Einer rennt Richtung Anwesen im Berg, Scheune runter. Ich laufe ihn hinterher, Manus. Ich laufe dem hinterher. Richtung Scheune, hast du gesagt. Hinter dir, weißer Typ auf der Straße, hinter dir im Gebüsch. Ja, das muss andere, wie ficken sie für eine Abzeit? So. La Familia! Hab alle hier auf der Straße, glaube ich. That's it, Hermano. La Familia, verdammte Zeit. Let's go! Viva La Familia! Irgendwo noch Leute? Mr. Bitcoin, geht's Ihnen gut? Alles gut, Hermano, alles gut. Hier ist einer runtergelaufen. Die, den habe ich, glaube ich. Das sind wir. Die waren sehr stark. Die waren sehr, sehr stark. In jeden Bus. Siehst auf jeden Bus, Hermano. Siehst auf jeden Bus. Auch wenn es gut ist, siehst auf jeden Bus. Wir haben sie gefickt, verdammte Scheiße. Let's go. Sehr gut, Hermano. Sehr gut. Ich habe 5 Uhr auf der Straße nur mit Brustschüssen geholt. Die sollten alle schaffen. Ich bin stolz auf Sie. Hermano, ich liebe euch alle, verdammte Scheiße. Das war ein ganz großes Kino. Bitte, wir haben sie gefickt. Chico, soll ich neuer Backstabber werden? Ich bin auch von hinten gekommen, Mierda. Hermanos, wisst ihr, wie viele wir waren? Ihr wart 11 und die LCN war 11 und ihr wart 11. Wir waren nur 24. Ich weiß. Okay. Ich weiß. Wir waren nicht viele. Also, wir waren sogar ausgeglichen in die ODs, waren mehr als wir dachten. Hermano, ich hab da Toast im Funk gehört, stimmt das? Kann sein, Hermano. Aber Gott weiß, ne? Damit geschossen. Nur die Büsse, wir haben da. Der Oberbus bitte noch einmal über das ganze Gebiet fliegen und nach Bewegung suchen. Der Rest von uns sieht bitte in jedem Bus, den ihr irgendwie findet. Wollen wir vielleicht nochmal zum Anwesen fahren und jeden, der da noch ist, einfach einpacken? Dann können die sehen, was wir mit denen gemacht haben. Sie sammelt alle Leichen bitte zusammen. Alle Leichen zusammen sammeln, Hermanos. Erstmal um unsere Leute kümmern, richtig. Die OG fragt, ob sie sich kurz sofort zu Ihnen. Ich komme mich nochmal an die anderen. Die OG fragt, ob die Situation fertig ist. Noch nicht gar. Wer ist das denn hier? Die OG. Oh. Also, welcher von den OGs? Ich komme sofort zu Ihnen. Keine Ahnung. Ich erstmal die anderen.
Wer bist du? Setz einmal die Maske ab. Wer bist du, Romano? Bringt alle schon mal in die Scheune. Gottes Willen. Rick? Was wollen Sie jetzt von meinen Eiern? Bringt alle schon mal in die Scheune. Wer bist du denn? Ich bin Floyd. Komm mit. Die OG sollte erstmal wieder vom Anwesen runter, Romanos. Bis das hier fertig ist, gratis. Ja, guten Tag. Ich komme sofort zu Ihnen, ich kümmere mich erstmal um die anderen. Hast du noch eine Waffe bei dir? Ich kann die Kopf nicht schießen. Nee. Hast du? Nee, hab ich nicht. Kollege, die Verstorbene, bitte da links rüber. Setz dich ein. Mr. Bücken, kurz zur Info, irgendwie Marcel Harris wurde schon weggeschickt, geht da nicht mehr. So, Armano. Erzähl mir, wie das passiert ist, dass sie uns angegriffen haben. Warte, ich geh kurz aus dem Funk raus. Okay. Sag denen, dass du bei mir bist und redest mit mir. Ja, sag ich. Jungs, ich bin bei Bitcoin und rede jetzt mit ihm. Ich bin hochgeholt worden. Bei Bitcoin. Nee, ich brauche keine Hilfe. Ich glaube, wir reden los. Wer redet mit dir im Funk? Marcel. Dann sag ihm, er soll herkommen. Er ist eingeladen. Mein Zimmer, Kaminzimmer. Bitcoin hat gesagt, du bist eingeladen. Du kannst kommen, wenn du willst. Was sagt er? Warten Sie kurz. Also, wir sammeln Sie jetzt alle kurz am Anwesen und dann wird Olaf und Marcel kommen. Olaf ist im Krankenhaus aufgewacht? Ich bin gerade im Krankenhaus. Genau, sind wir Marcel. Also nicht gut. Aufgewacht, sondern hier, ne? In 5 bis 10 Minuten da. Wer ist das? Yo! Yo! Was geht? Voice crack. Ziehen seine Alles Maske geht? Aus, er soll Was sich geht? Hinsetzen. Ja, kann mir irgendwer die Kabelbinder abmachen. Hast Mann. Du deine Waffe noch? Oh mein Nein, Gott, hat er nicht. Dieser Idiot hat mich noch an der Hand. Oh. Bitcoin, Mann, was hast du für Mitarbeiter? Das sind keine Mitarbeiter, das ist meine Familie, Hermano. Achso, sorry, Mann. Setz dich hin. Ja, zieh deine Hose an. Ja. Egal wo. Tee, am besten neben deinem Hermano. Ja, mach ich. Besser als sie neben mir. Ja, klar, Bruder. Mashallah, wie geht's dir? Alles gut. Ich nehme einen kleinen Schuss für noch ein bisschen weh. Ich durfte nicht ins Krankenhaus. Ah, Craig und so müssen auch gleich kommen. Craig. Ja, ich hab schon gehört. Hola, Teflon. Ricky, Olaf. Alles ist Ordnung, Mann. Hola. Darf ich heute noch mal ein Schlagring ausprobieren? Wir werden sehen. CL, Hermano von LCN. Es sind noch zwei in der Garage. Mahmoud und noch einer. Cracky, glaube ich. Sind in der Garage. Viva la familia. Holt sie alle hier in mein Wohnzimmer. Hola, Hermanos. Ich tue jetzt eine AK einladen. Ist Chico noch bei euch? Natürlich. Hat das gemerkt? Wollt bloß noch. Okay, Hermanos, wo sollen wir die Ohren hinbringen, die überlebt haben? In mein Wohnzimmer, alle. Ja, heißt es, reicht es mir nicht. Haben die GPS abgelegt, alle beide. Okay, ja, Olaf, schaff schön runter. Deine Maske sind alle GPS hier weg? Ja, sind sie. Ist auch egal. Marcel weiß schon Bescheid, dass wir hier sitzen. Ich hab ihn auch hier eingeladen. Okay, dann bitte ich die anderen, sich einfach zu verteilen. Setzt euch hin und nehmt eure Masken. Da liegt am Anwesen von uns noch einer. Ja, sehr, alles gut. Ich hab's verstanden. Ihr beide vor mir. Sie, setzt euch hin.
Isko, alles klar bei dir? Außer dass mein rechter Bein ein bisschen verletzt ist, geht's mir gut. Das heißt, du hast noch körperliche Schmerzen, sie? Oh nein, ich vertrag dich schon. Sonst fahren die Medics wieder los. Gut. Ich hab noch ein Medic. Wo ist denn Mahmoud? Ich fahre noch einmal das Anwesen Setup. Das weiß ich nicht. Vielleicht im Krankenhaus. Da hat jemand gesagt, Mahmoud. Und vielleicht hat er es überlebt. Und das im Krankenhaus. Also Marcel und Olaf wollen auch gleich kommen. Marek, bist du's? Ja, Bitcoin, ich bin's. Wieso so schlechte Laune? Ich hätte nicht gedacht, dass wir uns mal wieder so sehen. Du bist so gekommen? Das stimmt. Marek, Popos. Bleiben meine Manieren. Bleiben meine Manieren, ich wurde nicht mal eingeladen. Ja, ich bin beim Krankenhaus. Geht, wartet ihn mal. Was sagen wir mal? Das bleibt ein Ding zwischen dir und mir. Achtetin sollte davon besser nicht erfahren. Alles gut! Wer schießt denn? Also? Ich hab geschossen, scheiß Taxifahrer. Okay, kein Problem. Gute Nacht. Ich muss ihm das nicht sagen. Wer hat dem Herrn Schaf die abgenommen? Er sagt, er hat schon. Die Leute, die Mediziner wollen Schaf mitnehmen. Heisberg. Hallo, warte mal. Nimm mal den Luxack auch aus. Sag Schaf, seine Männer sitzen hier. Seid leise, mir da alle. Sag Schaf, seine Männer sitzen hier in meinem Kaminzimmer und reden gerade mit mir und dass er auch kommen soll. Sag, entweder kann er jetzt ins Krankenhaus gehen, er hat die Wahl. Entweder kann er jetzt ins Krankenhaus gehen oder er sitzt hier bei seinen Männern. Gib ihm die Wahl. Sag dem mal bitte von Cracky, der soll seinen Arsch bewegen. Ehrlich so. Wer, Olaf Scholz? Ja, ja. Sag deinen Männern, die bei dem oben sind, Cracky hat gesagt, er soll seinen Arsch bewegen. Breitenberg. Chico, sag ihm, Cracky sagt, Olaf Scholz soll seinen Arsch bewegen. Okay. Alert jetzt gekommen, erst Big B. Ich stehe beim Krankenhaus, bist du? Jammermann, du musst da ein bisschen Zeit vertreiben, bis wir hier fertig sind. Alle so still, Cracky, sonst bist du nicht so still, Hermano. Ja, keine Ahnung, Mann. Ich bin auf Entzug. Hat wer einen Joint, dann kann ich was sagen. Nein, keine Ahnung. Ja, komm her, Mann. Ich hab doch immer einen für dich. Hier wird nicht geraucht, Hermanus. Hier wird nicht geraucht. Ach, Mann. Oh, ja, Mann, dann kannst du das reden dir ersparen. Ich bin kurz vor die Tür. Natürlich nicht. Na, cool. Nicht mal da hinten auf die Terrasse. No, Hermano, no. Sowas wird dreht sich nicht. Was bist du für ein Gastgeber? Einer der... Deine Leute geisten keine Drogen anbieten. Ich glaube, wir sind hier wirklich keine Gastgeber, Mann. Nun, seid ihr denn als Gäste gekommen, Hermanos, als ihr zu mir gekommen seid? Nee. Ich bin eher gekommen, um euch umzubringen. Tja. Aber ist wohl schief gelaufen. Jetzt bin ich wohl der gleich, der umgebracht wird. Ey, Cracky, hab lieber nicht so große Fresse. Hier hat gerade einer gefragt, ob er seinen Schlagring ausprobieren darf. Ich glaube, das bist du sonst, Mann. Fahr! Yeah. Der Freiwillige darf sich bitte einmal melden. Ey, Cracky, steh auf, Mann. Was seid ihr eigentlich für Fakko denn? Und der eine fragt zur andere Fakko, was ist das bei euch? Was redest denn du? Ja, Loco, wir wissen doch gar nicht was, Mirda, Loco. Halt deine Fresse, Mirda. Ich schlampe dir. Was will er denn jetzt von uns, Mann? Ich weiß nicht, was. Das sind unsere Blüder, Mann. Hey, Amigo, pass auf, wie du mit unseren Leuten redest. Hammer die Fresse, Digga. Wer bist du kleiner Nonnen, Digga? Wer bist du? Amigo, du machst dich gerade nur so wichtig vor deinen Leuten. Ich mache mich wichtig. Du machst dich gerade wichtig. Richtig. Alles gut. Ja, Loco, knall ihn nicht. Deswegen kicherst du. Alles gut. Bitte euch, benimmt euch doch wie erwachsene Männer und lasst es doch. Ja, genau, Alter. Jetzt reg dich mal ab und nimm mich nicht Junkie, du Wichser. Loco.
Scusa, entspann dich jetzt. Dürfte ich denn fragen, was euer Anlass für den Besuch wäre? Sie wissen ganz genau, wie mich ernst nehmen bei dieser Familie, okay? Das ist auch scheißegal, das ist egal. Und die andere, aber solche kleine Schwänze, die mir auf dicke Eier machen, wie der hier, Digga, dieser Pendejo. Euch kann ich nicht ernst nehmen, okay? Ich weiß nicht mal, wie dein Name ist, was machst du mir jetzt? Sie muss doch nicht wissen. Ja, also, halt deine Klappe. Wer bist du? Hey, yo. Die Herren, beruhigen Sie sich doch. Marek, begib dich nicht auf sein Niveau, Digga. Geht alles gut. Wenn aber deine eigenen Leute sagen, dass ich mich nicht auf dein Niveau begeben soll, heißt das nicht. Nee, Bruder, das ist doch. Marek, Hermano, hast du gerade wirklich einen von dir mit meinen Leuten verwechselt? Das war dein Mann, der dir das gesagt hat mit dem Niveau, Hermano. Ah, jetzt, Loco, reicht es, Hermano. Das reicht jetzt. Wir sind dafür nicht hier. Das nächste dumme Wort und euer Gesicht wird so aussehen wie eine Marmelade. Fuck! Aber keine leckere, Hermano. Also. Kommen Olaf und Marcel jetzt her oder nicht? Olaf ist Olaf. Das musst du wissen, wie lange. Weinberg ist auf dem Weg mit Olaf. Komm mit dem Bebe. Buonasera. Hola, Marcel. Buonasera. Hermano. Si. Salam alaikum. Alaikum salam. Ich hab gehört, du willst mit mir reden. Also deine Männer sitzen schon hier in meinem Zimmer, sieh klar. Wunderbar, ich würde vorschlagen, ich komme zum Reden, wenn du da reinschaffst. Wenn ich jemanden zum Reden einlade, Marcel. Ja. Habe ich dann geredet oder was anderes getan? Bruder, das. Huch, das kann. Das, ey, was überfährst du mich? Okay. Dann komm. Bist du am Anwesen oder was? Ich bin in meinem Kaminzimmer. Okay, Jungs, keine Waffen, Digga, ja? No, Hermano. Kommt ganz normal hierher, Hermano, Marcel. Wunderbar. Wir reden ganz entspannt und fertig, Hermano. Ja, Nee, mich hat gerade jemand angerufen. Adios. Egal, ist egal. Adios. Immer mehr. Richtig, ich immer mehr bis 25. Und wissen Sie, Hermanos, was? Hermanos, hört mal zu. Ein großer Mann kann verlieren. Erstmal so, Hermanos, über die Anzahl brauchen wir nicht zu sprechen. Über die Anzahl brauchen wir nicht zu sprechen. Aber es geht mir auf die Eier, Digga, dass sie sagen, wir sind mehr als 25. Ist doch egal, Merda, wir wurden. Hört mal zu. Erstmal, wir haben unsere GPS davor, währenddessen und danach gecheckt. Wir waren genau 22, mit mir und Teflon 24. Der was anderes sagt, muss es beweisen, aber es ist nicht so, Hermanos. Und selbst wenn, Hermanos, wir sind hier nicht zum Suppe kochen, wie Idioten. Ja gut, Hermano, dann halte deine Männer zurück. Wir sind hier, und wer Suppe kocht, der soll sich jetzt verpissen. Ja, sieh, deine Männer sagen das doch, warum... Egal, Loco, ja, alles gut. Leute, beruhigt euch, Hermanos. Regt euch mal einmal. Das wäre doch nur ein Witz von ihm, hier. Meine Herrschaften, ihr seid hier im Wohnzimmer des Patrons, des Kali-Kartells. Ich bitte euch jetzt etwas ruhig zu sein, Respekt zu zollen. Es war ein ehebarer Kampf, ein ehebarer Versuch. Und es ist gescheitert. Also erstmal, Lightcoin, mach mal Platz, Hermano. Und du von den OGs, lass mal lieber dein Abi sitzen. Ja, diesen Mann hier gerade haben wir eine Wunde ausgebrannt. Die Kugel steckt noch in seinem Körper. Also wenn ihr nicht wollt, dass der OG an einer Vergiftung stirbt, dann seid ruhig und hört zu, was er zu sagen hat. Ja, ja. Also. Ach so. Heute seid ihr nicht als Gäste gekommen, Sie, Olaf? Sagen wir es mal so. Ihr seid ja auch nicht als Gäste zu uns gekommen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann mich aber daran erinnern. Was ist passiert? Erklär es mir. Ich war nicht dabei, ich kann es dir nicht sagen. Ich kann es nur vom Hören sagen, berichten. Und anscheinend gab es einige Unstimmigkeiten mit Breitenberg zwischen einigen Jungs von mir. Was da genau vorgefallen ist, mit Breitenberg. Ich weiß nicht, Breitenberg kann sich wahrscheinlich auch nicht dran erinnern. Ich kann mich an alles erinnern, aber ich war dabei. Okay, dann erzähl. Diplomat der Familie? Erzähl. Dann ist... Also, soll ich erzählen also, oder nicht? Ja, warte, meintest du mich gerade Breitenberg als Diplomat der Familie? Oder meintest du dich selber gerade? Nein, ich bin der Diplomat hier im Hause. Also, du meintest dich jetzt gerade? Richtig. Aber ich war ja nicht dabei, ne? Deswegen kann ich nicht so viel zu der Situation sagen. Deswegen, Isko, erzähl du doch mal, was los war. Also, das kam alles so zustande, dass wir von Mr. Bitcoin gerufen wurden. Oder besser gesagt, er sich mit Mahmoud getroffen hatte. Und da Mahmoud nicht im Funk war, sind Marcel und ich zu Mahmoud gefahren. Da war er mit Mr. Bitcoin und hat anscheinend darüber gesprochen, dass Marcel Pleiten vom Belg halt machen lassen hat.
abknallen lassen hat. Das war allerdings nicht so. Und zwar hat sich auch Marcel da verteidigt und hat argumentativ gesagt, dass er es nicht war. Mr. Bitcoin wollte es nicht einsehen und hat Marcel einen Stich verpasst, den Marcel überlebt hat. So, und so ist die Sache, wie er auch zu mir gesagt hatte, dass er, dass ihr kein Bündnis mit den Kali wolltet. Warte. Passen wir mal zusammen. Lass doch erstmal die eine Sache und die andere. Richtig. Disco, sind Sie fertig? Ich bin fertig, ja. So ist das alles zustande gekommen. Okay, ich will nur ganz kurz einmal zusammenfassen. Ein Marcel Hedes, der bekannt ist für Piss dich, du Hurensohn, soll argumentativ einen Breitenberg und einen Mr. Bitcoin dazu gebracht haben, Gewalt anzuwenden? Jo, ich habe nicht gesagt, dass Elvin Schnösel geredet hat, Mann. Argumente kann man auch bringen mit Assisprache, ja? Definitiv. Okay, Isko, dann frage ich dich was anderes einmal. Was waren denn seine Argumente? Seine Argumente waren, dass er, also es war nicht zu beweisen, dass er es war. Aus deiner Seite kam nur eine Vermutung und er hat gesagt, genau wie es auch war, dass wir nach dem Gespräch, dass er und Mahmoud nach dem Gespräch mit Breitenberg los musste und er nicht weiß, wer ihn abgeknallt hat. Das war alles. Also, ich kann mich an das Treffen mit ihm nicht erinnern. Und Eulenmann Chico auch noch. Stimmt, der war auch noch da. Ich kann mich nicht an das Treffen erinnern, ich kann mich aber an das Telefonat mit Marcel erinnern, wo er sich mindestens 5-mal in einem Satz widersprochen hat, Romanos. Dein Telefonat mit ihm habe ich nicht mitbekommen. Ich lede nur das, wo ich dabei war. No problema. Und das kann ich dir nicht beweisen, denn ich weiß es nicht mehr. Fakt ist, Hermanos, ich kenne Marcel wirklich sehr, sehr lange. Jedes Mal, wenn ich ihm die Hand gereicht habe, und ich habe sehr viele Zeugen dafür, hat er mir sein Scheißmesser in den Rücken gerammt. Ich dachte, jetzt wird's anders. Er hat Verantwortung. Er will seine Familie aufbauen, statt in den Abgrund zu reißen, Mirda. Er wechselt jede 5 Sekunden seine verdammte Meinung, Mirda. Ich dachte, er ist mein Hermano. No problema. Ich weiß nur, am Telefonat, als er mir gesagt hätte, dass er es nicht war, wusste ich, dass er es war. Denn ich weiß, wie es ist, wenn er mir einen vorgaukelt, Mirda. Und ich war enttäuscht. Was danach passiert ist, weiß ich nicht. Du weißt es besser. Aber das ist auch egal, Hermanos. Das Wichtige ist, wir sind jetzt hier auf dieser verdammten Couch und reden über die Sache. Jetzt möchte ich wissen, Olaf, was ist dein Gedanke? Also die Sachen, die ich weiß, sind Breitenberg, ob humorvoll oder nicht, hat heute aus der Sicht von Mahmoud beleidigt. Sprüchen wie, ob er mit seiner Familie mit 6 Mann in einem Raum schläft, genau weiß ich es nicht mehr. Ich habe es vorhin für belanglos gehalten. Vielleicht, Breitenberg, kannst du dich noch daran erinnern, das soll wohl bei uns am Anwesen gewesen sein. Nein, und wenn es so war, würde ich mich dafür aufrichtig entschuldigen. Ich weiß, wie es ist. Ja, die sind, glaube ich, auf dem Weg hierher. Bitcoin, du hattest sie doch eingeladen gerade, oder? Sie ist hier, Mann. Ja. Okay. Ist das in Ordnung, wenn ich hier einmal kurz funk? Sie, na klaro. Ey, yo, Schnauze da. Bist du jetzt auf dem Weg hier, seid ihr zum Anwesen, zum Bitcoin auf dem Weg, oder was? Ey, Bitcoin. Sie. Ich habe eine Frage an dich, ja? Bitte. Okay, die sind jetzt auf dem Weg. Seit wann nehmen deine Männer eigentlich Handys, Funkgeräte und GPS-Chip ab? Hermanos, hör zu, ihr kriegt alles wieder. Wir wollen einfach nur nicht noch einen weiteren Grund dazu haben, um dass hier jemand schießt, Hermanos. Ihr seid auch keine Gefangenen hier, also ihr müsst mich nicht fragen, wenn ihr funken wollt oder sonstiges. Denn eine verdammte Situation, ein verdammter Tag macht für mich nicht eine ganze Zeit lang, wo wir miteinander eine andere Beziehung hatten, kaputt. So bin ich nicht, Hermanos. Ich bin immer wieder bereit zu sprechen. Zwar nicht mit jedem, also, aber mit euch. Wenn ich die Situation doch mal hier zu Ende führen kann. Si. Anscheinend sind da Respektlosigkeiten, die wir jetzt nicht erörtern können, weil die betroffene Person Mahmoud nicht dabei ist. Si. Ich war bei der Situation nicht dabei mit der angeblichen, mit dem Treffen zwischen Marcel und Bitcoin, wenn das stattgefunden hat, und auch nicht mit dem Treffen mit Breitenberg. Ich weiß nur, Bitcoin, du hast mich eben angerufen und hast mir gesagt, dass deine Jungs bei uns einreiten wollen
Und egal, wie gut unser Verhältnis ist, egal, wie gut wir miteinander reden können, wenn du mir sagst, dass deine Jungs bei mir einreiten wollen, weiß ich, dass das etwas ist, was nicht rückgängig gemacht werden kann, denn sie müssen vorher sich das Okay von dir holen. Und dann werde ich mit Sicherheit nicht hier anrufen oder klingeln und sagen, Bing Bong, wir sind alle da und wollen reden. Weil dann werden wir so oder so kalt gemacht. Hm. Wir sind hier in der Unterzahl hingekommen. Tee, das und stimmt. Sitzen jetzt hier, weil wir gefallen sind. Aber wir sind nicht kampflos gefallen. Und egal, wie das Gespräch hier ausgeht, ich nehme diese Positivität damit raus. Salam alaikum. Alaikum salam. Ich habe eine Frage. Tee, du hast gesagt, die darf man nicht rauchen. Warum raucht Breitenberg? Breitenbergs Zigaretten sind ohne Nikotin. Sonst hätte er schon lange einen anderen Krebs gehabt. Ja, ich rauche auch nicht mit Nikotin. Okay, und ich toleriere keine Drogen in meinem Leben. Deswegen darfst du hier nicht rauchen. Das ist nichts Persönliches. Tut mir leid, Mann. Hör zu, Armano. Olaf, ich sag dir ehrlich, ich verstehe dich auf einer Seite sie, auf einer Seite no. Denn ich sag dir meine Seiten. Erstmal, ich finde das immer wieder schade, dass egal was man fragt, musst du, weil du gezwungen bist dadurch immer wieder sagen, ich weiß davon nichts. Es ist viel zu viel in deiner Familie, wovon du nichts weißt, Olaf. Und das ist einfach so. Und das ist kein Vorwurf. Die zweite Sache ist, ich habe dich angerufen, Arman, und ich habe dir gesagt, kannst du mehr rausfinden? Weißt du etwas? Du hast gesagt, ich werde herausfinden und werde dich kontaktieren. Dass daraus ein Angriff von eurer Seite aus wird, das war mir nicht bewusst. Aber was mir bewusst war, ich kann dir sagen, in diesem Moment, wo ihr hergekommen seid, wollten wir, beziehungsweise meine Männer, gerade los zu euch auch gehen. Denn sie hat mich die ganze Zeit, wir müssen, Mr. Bitcoin, wir müssen, wenn sie das wüssten, diese Gründe, wir müssen es tun. Ich sage zu, Hermanos, ich muss euch als Familie vertrauen. Wenn ihr denkt, das ist richtig, dann okay, los. Dann während wir los, während ich und Don Teflon zu eurem Anwesen kommen wollten, um zu gucken, ob vielleicht eure Leadership da ist, wurde durchgefunkt, Hermanos, wir brauchen gar nicht loszufahren, die sind hier. Wir wollten gerade losfahren. Wir haben Autos ausgeparkt und alles, mehr dafür, Kolonnen und so weiter. Aber ihr wart schneller, no problema. Jetzt ist meine Frage, für was, Mirda? Für Beleidigungen? Ist das damit recht zu fertigen, Olaf? Ein Krieg zu führen wegen einer Beleidigung? Moment, Digga. Das war nicht nur eine Beleidigung, Digga. Du weißt ganz, du weißt es vielleicht nicht, Digga. Siehst du, du weißt nicht, Marcel, du weißt nicht mal, worum es geht und Mirda, du redest einfach dazwischen. Du weißt nicht mal, worum es geht. Warum denn? Ja, ich nehme mal an, wegen der Aktion vorhin, Digga. Welche Aktion? Ja, von was redest du denn, Digga? Das ist das, was ich meine, Marcel. Ja, lass lieber Olaf weiterreden. Wie lass lieber Olaf? Er ist denn der Herr in dem roten Hemd? Ja! Das ist Fremdes dazu. Nee, das ist kein Fremder, Digga. Das ist Toast. Toast? Seien Sie gegrüßt, Toast. Ach so. Buonasera. Der hat sogar gerade mitgeschossen, nur mal so. Hermano, er ist einer der engsten Freunde von denen. Erwartest du, dass er zu uns steht? No. Ja. Dann aber wundert mich das auch nicht. Setz dich mal richtig hin, du Arschloch. Ist auch egal, Hermanos. Fick dich doch. Jo, muss Fresse halten. Also, Oktagramm hat Stärke bewiesen und angegriffen, aber bewegt Fakt euch mal ist, ganz kurz. Dass wir hier jetzt in einem Raum stehen, weil irgendwelche Belanglosigkeiten zu einem kleinen Disput geführt haben. Und das Wichtigste ist, die Leute, die beschuldigt werden, können sich nicht mehr dran erinnern. Fakt ist aber, dass die Leute in einem Raum sitzen, die Freunde waren und sind. Und obwohl geschossen wurde, sehe ich das erste Mal, dass danach vernünftig geredet wird. Es wird Respekt gezollt. Wir haben noch nie ein Problem miteinander gehabt. No. Das ist das erste Problem. See. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass es nicht mal wert war. Mahmoud, erzähl doch nochmal bitte die Situation. Ich glaube, du weißt ja noch, was ich meine, was mit Breitenberg vorgefallen ist an Respektlosigkeit. Mahmoud ist nicht da. Quasi, komm mal bitte. Ach so. Der ist gar nicht da. Der ist doch, der ist hier vor Tür, der ist mit Litecoin am Reden. Ach so. Mit Litecoin. Das sind auch sehr gute Freunde. Ja, natürlich. Ich dachte, Mahmoud und ich wären auch Freunde gewesen. Hermano, man entscheidet sich am Ende immer für seine Familie. Darüber brauchen wir eh nicht zu reden. Wir brauchen nicht enttäuscht zu sein, denn wir wollten genauso angreifen, wie die uns angegriffen haben, sie? Nun, wollen genau, es... Ihr seid mit dem Helikopter bei uns rübergeflogen. Tut mir leid, wenn ich euch unterbreche. Zum Spotten. Und richtig. See, wir haben eine gute See, Frage hier. Wir haben hier eine gute Frage. Eine Frage, ich komme nach vorne, ich bin Pablo hier. Und zwar, wenn doch Herr Toast ein Zivilist ist, warum schießt er mit? Er ist kein Zivilist.
Hermanos, hört mal zu. Ich will diese Scheiße hier nicht wissen. Bevor er wieder irgendwie dazwischen. No, 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 Hermanos. Über diese. Ich will nicht, ich will. Ja, er kann es auch übernehmen, Digga. Bitteschön. Selbstverständlich werde ich Familie Artisch wieder zurückholen. Und Familie Artisch ist jetzt schon da. Also ist es jetzt offiziell. Hermanos, ihr müsstet doch spätestens, als Olaf dort lag am Boden. Olaf konnte mich nicht hören, er war bewusstlos, habe ich gesagt, dann hat er uns angelogen. Am Telefon, also mich. Da wusste ich schon, okay, er hat seine Familie gegründet. Das wiederum heißt, dass er sich mit den OGs verbindet. Hermanos, ihr müsst weiterdenken. Und kommt mir nie wieder mit dieser Scheiße. Man versucht mich zu einem Sündenbock zu machen. Oder nicht, Mr. Bitcoin? Hermano, das weiß ich nicht. Aber es ergibt einen Sinn. Sieh, da hast du recht. Es ergibt einen Sinn. Wo ist denn Mahmoud jetzt? Den brauchen wir unbedingt, sie. Fassi, hol mal können, sag ihm, wir sollen später reden. Der steht draußen vor der Tür. Hola, Sosa. Es geht. Wenn das gestattet ist, einmal vielleicht kurz die Beine vertreten und sie. Wenn das in Ordnung ist, würde ich kurz draußen einmal pinkeln gehen. Dann macht das noch Probleme. Kann ich in die Weinberge pissen oder schmeckt der Wein an Scheiße? No, der gibt dann ein besseres Aroma, no Problem. Frag ihn da, er trinkt doch den ganzen Tag Wein. Ja, Breitenberg, Mirda. Aber er trinkt Alkohol mit Wein. Wir verkaufen nur Traubensaft, Mirda. Isco, beweg dich kurz. Jo, chill mal, ich schlaf schon nicht ein. Oh. Braucht er Essen, Trinken? Nein, Mann, danke schön, Bruder, let's go. Oh, Mahmoud, Mirda, deine Stimme hab ich vermisst. Ich bräuchte was zu essen. Mann, alles klar. Alhamdulillah, alles gut, mein Bruder. Was geht mit dir, Bruder? Bruder, ich bin schockiert, Bruder. Wie irgendwas mit Schüsse, mal Schüsse, was da passiert, Bruder? Das musst du uns jetzt erzählen, Mann. Du bist jetzt hier der wichtigste Mann mittlerweile. Boah, Bruder, alle warten auf deine Aussage. Ich weiß nur noch eine Sache von Breitenberg, Bruder. Alles andere, keine Ahnung, da ist nichts. Die Sache ist nämlich auch wichtig. Ach so, soll ich dir das von Breitenberg erzählen? Warte lieber, bis Olaf meine Trauben angepinkelt hat und wiederkommt. Ja, das war ich so angepisst, Bruder. Ich bin neben Krankenhaus, so ein kleines Hotel, verstehst du? Da bin ich dann eingeschlafen und gerade eben erst wieder aufgewacht, Bruder. So viel Frust hatte ich. Okay. Sieh, da will jemand von euch was sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Chito. Ich bin Chito. Ah, Chito. Also eine Sache verstehe ich nicht. Bitte? Bis gestern wollte Kali ein Bündnis mit uns und jetzt wird geschossen. Das verstehe ich nicht. Der war gut, Chito. Klappt aber nicht, Hermano. Das klappt nicht, aber wir wissen alle, dass ihr uns dazu angestiftet habt, Fitna zwischen euch beiden zu machen, damit ihr zu uns könnt. Und bitte was? Ich nicht, wieso wer war das? Ihr gegen wer? Uns schießt. Sag halt die Schnauze da unten, Digga! Warte mal. Lass uns doch mal bitte ausreden. Lass uns doch mal bitte ausreden, Leute. So. Ich verstehe das nicht. Wer lacht? Wieso ihr... kurz, jetzt lasse ich nicht ausreden. Wer hat gelacht? Einer von euch, das war keiner von uns. Wenn wir von mir offen reden, dann lasst uns alle offen reden, Leute. Warten Sie. Ich hab gelacht. Ich hab gelacht. Wer hat gelacht? Ja, ich hab gelacht, tut mir leid für die Respektlosigkeit. Ich hab mich schon gemeldet. Eigentlich der Nächste, sind wir hier, der lacht, der wird getötet. Um das Ganze friedlich zu klären und irgendwie scheint sich das Ganze noch mehr aufzubauen. No Problem, hör zu, Hermano. Beantworte seine Frage. Lass uns seine Frage beantworten. Chito, nochmal deine Frage. Wie gesagt, so bis gestern wollten wir zusammenarbeiten, ne, beide Seiten. Und jetzt verstehe ich nicht, wieso auf uns geschossen wird. Oder wieso es eskaliert hat zwischen Kali und OG. Obwohl dein Wortlaut war gerade ein ganz anderer, Chito. Du hast gesagt... Irgendwer stiftet Fitna und gegen wen, Mirda? Du musst es nochmal sagen. Ich versteht keiner, warum geschossen wurde. Warum wir angegriffen wurden. Breitenberg, lassen Sie Chito ausreden. Du setzt Fakt dich und bist leise. Kali und OGs wollten ja indirekt ein Bündnis haben, richtig? Es ging aber nicht, weil die LCN dazwischen ist. Hermanos, das sind nicht meine Wortlaute. So. Also verdreh sie auch bitte nicht. Im Endeffekt haben wir uns dagegen entschieden. Und ganz normal gesagt, hör zu, Hermanos, okay, wir sind mit der LCN verbündet. Wieso kommt Breitenberg zu mir, Cardano zu mir, sagt, Bruder, wir wollen die LCN weghaben und niemals. Wollen mit euch ein Bündnis. Niemals, Hermano, die stellen sich okay, nicht gegen mich. Ich hab da auch noch was gesagt. Ganz gut. Alle, Olaf ist jetzt auch da, dann lass mich die Geschichte von Breitenberg mal auspacken. Okay. Ja, sehr gerne, weil die ist wichtig.
Ja, die ist sogar sehr wichtig. Also, ich war heute ein bisschen früher am Start. Ich chille. Auf einmal kriege ich einen Funk. Ey, Breitenberg, der Baron steht vorm Anwesen und will dich sprechen. Ich meine, kein Problem, bin direkt hingefahren, war eh in der Nähe. Ich meine, Breitenberg, ja, was gibt's? Also, ich will bitte aber gerne fahren, wir können das auch in deinem Auto machen. Ich meine, kein Problem, ich bin eingestiegen, er ist Beifahrer, wir sind ein bisschen losgefahren. Und dann sagt er zu mir, deine ehrliche Meinung, mit wem willst du ein Bündnis? Und ich rede hier von meiner Person, nicht irgendwie frag. Ich sage, meine persönliche Meinung war mit euch, aber wenn ihr euch 3 Tage Zeit lässt, 4 Tage Zeit lässt, dann dauert das zu lange, dann werden wir uns wahrscheinlich wen anders suchen. So denke ich über die Sache. Mhm. Dann meinte er, okay, mehr brauche ich eigentlich auch nicht. Dann meinte er, aber ich persönlich werde alles dafür tun, dass die LCR mit uns kein Bündnis mehr hat, sondern wir, dass wir ins Bündnis kommen. Ich meinte, Bruder, perfekt, ja, warum nicht? Das gefällt mir doch, dies, das. Also, aber wenn wir dann das Bündnis, wenn wir das Bündnis auflösen und ihr uns dann verrät, dann wirst du sehen. Da meinte ich, willst du mir gerade drohen, Breitenberg? Er sagt, ja, ich will dir drohen. Ich bin ausgestiegen. Ich habe mich beruhigt, bis 10 gezählt. Statt die Waffe zu zücken, habe ich einen Taser gezückt, habe den einfach getasert. Und dann meinte ich, ey, komm, steig ein, ist nur Spaß. Wirklich dir zuliebe, Bitcoin. Litecoin zuliebe, meinem Bruder. Und Loco zuliebe. Auch meinem Bruder natürlich. Okay, dann fassen wir Warte. Ja. Wir sind weitergefahren. Und das ist das der Punkt, wo ich wirklich dann eigentlich schon schwarz gesehen habe. Ich meine, viele wissen wahrscheinlich nicht mal was von meiner Vergangenheit, okay. Aber ich bin halt wirklich in armen Verhältnissen aufgewachsen, sag ich mal. Und der hat halt dann so mäßig gesagt, und du wohnst bestimmt mit deinen 4 Brüdern in eine 2-Zimmer-Wohnung. Da meinte ich, nee, in eine 1-Zimmer-Wohnung auf Matratzen auf dem Boden. Das kenne ich. Aber was ist daran so schlimm? Da hat er mir erzählt von so einem Burak, den er kennt, der auch so aufgewachsen ist, verstehst du? Und danach war noch so eine richtige Respektlosigkeit, da hat er so einen Witz gebracht. Willst du den hören, Bitcoin? Ja. Er hat sich mit mir verglichen, Bruder, ich sag dir, wir waren damals so arm, wir mussten Müsli mit Gabel essen, um Milch zu sparen, verstehst du? Und weißt du, was er sagt? Er sagt, ja, ich kann das nachvollziehen, damals im Internat hatte ich immer nur 2 Rennpferde und der Rest hatte 5. Deshalb ist er arm. Und kann mich nachvollziehen. Jeder hat eine andere Warnung, Mahmoud. Für ihn ist es vielleicht ein armer Mensch, der 1 Million auf dem Konto hat. Für dich ist ein reicher Mensch mit 100.000 auf dem Konto. Andere Warnung, Manus. Nee, ich sag dir mal. Moment, Breitenberg. Möchte ich auch was dazu sagen. Nur noch nicht, Mahmoud. Nur eine Kleinigkeit. Zum Beispiel auch, Bruder, das ist echt unangenehm, aber ich schau das jetzt einfach raus. Ihr habt ja bestimmt alle Klopapier. Wir mussten unseres waschen, um es nochmal zu benutzen, versteht ihr? So schlimm war das, Bruder. Und darüber Witze zu machen, Bruder. Erzähl ihm auch die Geschichte mit den Süßigkeiten, Mahmoud, Digga. Oh, Bruder, erzähl ihm das auch noch, Digga. Sei ehrlich, als Kinder habt ihr alle Bonbons gegessen. Genau, Digga, ja. Ich musste an Steinen lutschen, weil ich mir keine Bonbons leisten konnte, Jungs. So ein Mineral halt. Die hatten so wenig, die mussten alles teilen, Mann. Sogar ihr Schlafen mussten sie teilen. Sogar unseren Schlaf mussten wir teilen. Ja. Was hat er gerade gesagt? Hast du gerade Real Talk gesagt? Ist mineralhaltig? Also ich werde hier gerade beschuldigt ohne Ende. Also ich finde das erstmal gerade, ein bisschen Talk, respektlos von dem. Also er schüttet hier sein Herz aus der Kindheit aus. Egal in was für eine Situation wir sind, da ich will jetzt hier ja, nicht so machen. Aber da muss man doch nicht noch Salz in die Wunde streuen. Wir reden hier nicht über eine Sache, die eben gerade gewesen ist. Wir reden über schlimme Kindheitserinnerungen, der hier teilt und dann kommt ein, da sind viel Mineralien dran. Bruder, da muss ich, also das ist aber, ist sehr unkorrekt. Und ohne jetzt hier Partei ergreifen zu wollen, beziehungsweise zu sagen, jemand muss Partei ergreifen, dieser Spruch spiegelt trotzdem das auch ein bisschen wider, was Mahmoud eben geschildert hat. Gut, da möchte nämlich ich aber auch mal kurz was Ton. Sagen. So. Natürlich wollte ich gerade zurück angreifen. So, das tut mir leid. Ich dachte, Mahmoud lügt die ganze Zeit, aber ich glaube, er meint das ernst. Wenn ihr das alles so ernst nimmt, dann war seine Kindheit wohl wirklich so. Ich habe das ihm erstmal jetzt nicht geglaubt. Eine andere Sache ist, mir wurde doch gerade unterstellt, dass ich alles dafür tue, ein Bündnis zwischen Kali und Octagram herbeizuführen. Mhm. Und 10 Sekunden vorher sagt man, ich habe Krieg angezettelt, indem ich Mahmoud beleidigt habe, um Octagram und Kali aufeinander zu hetzen. Was ich hier gerade vermute und was meine Aufnahme hier gerade ist, ich kann mich auch nichts daran erinnern, was passiert ist und Mr. Bitcoin auch nicht. Wir wurden ja beide irgendwie ins Koma befördert. Was mir jetzt so gerade auffällt, ist, dass man hier wegen Belanglosigkeiten einen Krieg anzettelt.
Und ich dachte tatsächlich, bis eben, dass sie mir einfach, dass sie mich als Sündenbock benutzen wollten, dass Mahmud irgendwelche Geschichten findet. Also ich werfe hier etwas in den Raum, wofür ich vielleicht gleich auch Ärger bekomme und deine Leute vielleicht nicht so erfreut sind. Aber ich kann dir eins sagen, verurteile mich deswegen, ist mir scheißegal. Aber wir haben das Gefühl gehabt, ich habe auch das Gefühl gehabt, wenn wir jetzt hier schon ehrlich sind, und ich denke, meine Jungs stimmen mir da ein bisschen zu, wir waren noch vor 3 Tagen im Gespräch, eventuell Bündnis hier, wie wär's? Da gab es einige Unstimmigkeiten, es war nichts beschlossen, man hat nur seine Gedanken ausgetauscht. See. Und seit gestern geht das Gerücht in der Stadt rum, dass Herr Toast seine Mafia wieder gegründet und dass wir die neuen Bündnispartner werden. Und komischerweise, seit diesem Moment habe ich das Gefühl, dass Breitenberg ein bisschen für Unruhe stiften will. Also, ich war gestern gar nicht da. Hermano, er war gestern nicht da und Chito hat es mir erzählt. Dann hat er es halt heute gehört. Er ist ja heute in der Stadt gewesen, heute hat das ja angefangen. Richtig. Aber was soll es denn bringen, wenn er ja alles dafür tun würde, um ein Bündnis zwischen uns zu machen? Wieso sollte er dann Unruhe dabei stiften? Ich verstehe. Das verstehe ich gerade nicht. Deswegen habe ich auch gefragt, ich verstehe das nicht, wieso das so weit gekommen ist. Ja eben. Selbst wenn die Interessen der Kalis wären, ein Bündnis zu schließen mit euch. Eine Sache möchte ich sagen. Nein, wegen Mahmud. Lass es mich aus. Eine Ausrede, was du machst. Mal jeden reden, ja. Wenn, selbst wenn die Absicht bestanden hätte, glaube ich nicht, dass man mir in den Rücken gefallen wäre, da man ein Bündnis nicht immer in einem Krieg auflösen muss oder irgendwie durch Stress, wie nennt ihr das, Fitna? Nee. No, man kann darüber reden, andere Interessen, neue Geschäftswege, man muss sich nicht hassen, man muss sich nicht töten, man kann weiterhin irgendwelchen geschäftlichen Beziehungen haben, aber warum wird gesagt, dass man, dass der eine möchte da Probleme, der andere möchte da Probleme. Wie wenig ist einem das Leben wert, wenn man einen Krieg anzetteln möchte? Ich möchte Krieg, ich möchte hier Krieg, ich möchte gegen diese Person schießen, ich möchte das. Man kann wir haben ja keinen Krieg in Ruhe gesagt, über alles reden. Ja, also da, voll zugehört, auch ich möchte nicht über Besucher reden. Ja, ja. Weil ich schlafe gleich ein, nimmst dir nicht übel, Digga. Aber es ist nicht bedingungslos. Ne, du hättest meine Schnauze, Digga. Ich hab dich auch aufregen lassen. Oh, was? Oh, oh, was sagst du zu meinem Dos? Okay, hört doch mal auf. Hey, was sagst du zu meinem Dos? Hört doch mal auf. Hallo, hallo, wir sind hier nicht um zu schreien. Romanos, Romanos. Marcel, wenn du, Marcel, du bist gerade nicht in der Position, mir da so etwas zu sagen. Wir sind nicht in deinem Keller und gefesselt. Wenn du reden willst, hör zu, wenn du endlich mal was reden willst, Hermano, dann musst du auch lernen. Ihr vergesst, ich lerne, ich weiß, was ich tue und was ich mache, Digga. Habt ihr vielleicht diese eine Sache vergessen? Dann gehen Sie. Dass ich von euch angestochen worden bin. Aber weiß ich nicht. Ich habe ein Messer von euch zwischen meine Brust bekommen. Ist das kein Grund für den Krieg? Ist das kein Grund für Krieg? Erzähl mir, voilà, Bitcoin, ich bin ein Hurensohn. Hör auf, so laut zu werden. Du verlässt Stopp, jetzt den ich Raum rede, oder ich töte dich. Nein, warten Sie. Ja, Mann, Alter, steht mal jetzt alle drüber. Ja, wir stehen jetzt alle drüber. Leute, beruhigt euch doch mal, Gottverdammt. Ja, wir wollen euch. Also in erster Linie, Mahmud, tut mir leid, okay? Mahmud, wenn ich dich irgendwie beleidigt habe, es tut mir aufrichtig leid. Warte, Mirda, die Geschichte von Mahmud und Breitenberg war noch nicht. Oh, Hermanos, nimm die Waffen. Bitcoin, das ist dein Anwesen. Ich glaube, erklär das mal. Hört zu, Hermanos. Okay. Ihr dürft euch aber auch nicht in meinem scheiß Wohnzimmer verstecken, in dem Marcel Don Teflon sagt, er soll die Fresse halten, Mirda. Das ist klar, das sein Hermanos. Jetzt stellt euch mal vor, ich würde zu Olaf sagen. Oder no. Jetzt stellt euch mal vor, mein Vize Breitenberg würde zu Olaf sagen, halt deine Fresse. Ihr kommt mir gerade mit einem Grund, dass er unfreundlich zu Mahmud war und beleidigt Don Teflon gerade vor meinen Augen mir. Und wundert euch, dass sein Hermano gerade was sagen will? In welcher Welt leben wir, Hermanos? Wir leben in der Welt, in der wir gerade leben, Digga. Und sag mir, dass ich als erstes was falsch gemacht habe. Hast und du. Ich bin doch ein Bastard, Digga. Hast du, Hermano. Deswegen sage ich dir, als erstes deine Zunge, Hermano. Deine Zunge ist falsch. Ja? Meine Zunge ist falsch, Digga. Ich rede auch nicht mit meiner Zunge. Ich rede das, was mir meine Eier sagen, Digga. No. Meine Zunge spricht das nur aus, was ich denke, Digga. Ja? Gut, Hermano. Und ganz einfach. Dann rede das, was du sagen willst. Als erstes Unrecht getan. Aber mit Respekt. Ihr habt mir als erstes Unrecht getan. Wisst ihr, was das Lustige ist? Die Geschichte mit Mahmud und Chito ist nicht zu Ende. Mit Mahmud und Breitenberg. Was ist dann passiert? Wieso ist er im Krankenhaus aufgewacht, Mahmud? Sag es uns. Keine Ahnung, mehr weiß ich echt nicht. Gut, lassen wir das Thema. Also nehmen wir mal ganz stark das. Ich glaube, wenn Mahmud Breitenberg umbringen wollen würde, er hätte es sofort in dem Moment schon getan, wo seine Wut auf 180 war und
Ich sag euch mal, ich sag euch mal, wieso überhaupt meine Männer einen Krieg oder euch angreifen wollten. Wie gesagt, ich und Breitenberg sind Leute, die nichts davon wissen, weil wir im Krankenhaus aufgewacht sind. Meine Männer sagten zu uns, Hermano, wir können euch nur eine Sache sagen, ihr beide seid im Krankenhaus aufgewacht, nachdem ihr zu den OGs gegangen seid. Das kann kein Zufall sein, lasst uns machen, wie wir wollen. Ich sagte zu den Hermanos, hört zu, ihr seid meine Familie, besprecht die Sache ohne mich und Breitenberg und guckt selber, was ihr machen wollt. Dann gehe ich mal da ganz stark davon aus, Hermano, dass zwei von zwei Kalis, die zu den OGs gehen, im Krankenhaus aufwachen, keine gute Quote sind, Hermano. Dann musst du auch meine Männer verstehen, Marcel. Dann musst du auch meine Männer verstehen. Deswegen sage ich dir, wenn du reden willst... Das ist ein Autounfall. Wir hatten nichts damit zu tun, Mann. Klar, das ist ein Autounfall auf dem Weg deiner... No problem, aber man geht trotzdem davon aus. Gerade wenn man einen Marcel am Telefon hat, der sich fünfmal im selben Satz widerspricht und der mich nicht zum ersten Mal angelogen hat, nicht zum zweiten Mal, nicht zum 20. Mal. Das ist eine komplette Lüge, was du da sagst. Klar, no problem, okay. Wollen wir nicht einfach mal aufhören, uns mit Lügen zu bezichtigen und jetzt einfach sag, ein bisschen Entschuldigung? Sag das, was du sagen möchtest, Hermano. Ich sag dir auch was, Digga. Du gehst ja auf den Sack, Digga. Du hörst dich an wie ein abgehobenes Stück Scheiße, Bruder. Tut Dankeschön. Mir leid. Das ist meine Meinung, Digga. Nehme ich als Kompliment auf. Ja, okay, nimm das als Kompliment, Digga. Bitcoin, entweder wir finden da eine Lösung, Digga, oder ich sehe schon, der eine von euch hat Respektlosigkeit, eine Waffe in der Hand und will mich direkt abknallen. Was soll das? Mano, hör zu. Du hast mir versprochen, wir reden hier. Hier wird niemand erschossen. Leute, nehmen alle die Waffen jetzt weg. Aber Marcel, du kannst nicht davon ausgehen, Hermano, dass ich einen LCN-Don, der selber seine Familie hat, ihn zu ihm sage, Hermano, no, du hältst jetzt deine Männer zurück, lasst ihm ruhig euch beleidigen. Deswegen sage ich dir nur, lasst uns das sachlich angehen, ohne Beleidigung, Hermano. Und du hast hundertprozentig mein Wort, ihr alle, dass hier niemand mit den Füßen zuerst rauskommt. Niemand. Fertig. Sie haben ja, Mr. Bittner, Sie haben ja gesagt, wir sind davon ausgegangen, deswegen wollten wir zu euch. No, wir hatten das nicht nur ausgegangen, Hermano. Sehr, sehr, sehr stark in Verdacht. Und viele Männer wussten, was passiert ist. Sie wussten es. Ja, aber woher wussten die Männer? Ja, sieh, Hermano, also, okay. Kann ich dir sagen, Hermano? Ich habe nichts damit zu tun, ich würde gerne wissen, No, Hermano. Irgendeiner hat irgendwas gesagt von... Sie, Harvey? Sie, wir sind zu Breitenbergs GPS gegangen. Und ja, den Rest können Sie sich wohl selber denken. Er darf es nicht sagen. Sein? Ja, das ist das Problem hier. Der Gast nervt. Ich verstehe es nicht, finde ich auch. Ja, warte mal, was ist mein GPS? Ich habe nicht zugehört. Nee, das ist alles gut. Das ist das Problem, ja. Wir wollen reden, aber können nicht reden. Ja. Junge, wie war denn? Verdammte Kacke, wir waren wie zusammengebunden. Wir waren sehr gut mit Deutsch und jetzt haben wir gesagt, die unnötig Beef. Ich weiß gar nicht, was Sache ist. Ich blicke gar nicht durch. Keiner versteht es. Wallah, ich verstehe es. Marcel hat es doch gesagt. Er hat einen Stich bekommen aufgrund einer Vermutung. Warte mal, okay, dann warte. Hat Marcel einen Stich bekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Von Bitcoin. Mr. Bitcoin. No, wieso? Das dürft ihr mir ja nicht sagen jetzt eigentlich, oder nicht? Aber warum? Ja, dann aufgrund der Vermutung, dass Mahmoud Breitenberg getötet haben soll. Obwohl jeder weiß, wenn Mahmoud ihn töten wollen würde, er hätte es da schon gemacht, als sie im Auto saßen und er... Wieso ist er dann im Krankenhaus aufgewacht? Das wissen wir doch selber. Genau, Mirda, und das ist das Problem. Okay, und ich bin ein Mensch, ich weiß es ganz genau, dass ich nicht einfach ein Hermano, ein Bruder von mir, Mirda, der mich Bruder nennt und den ich Bruder nenne, einfach ein Messer in die Rippen stecke. Okay, aber, da muss mir dahinter sein. Ganz kurz, Bitcoin. Nur eine Kleinigkeit, bitte. Der hat es ja gesehen hier, oder? Anscheinend, warum hat er uns dann nicht gestürmt, wenn ich ihn abgeknallt habe? Warum hat er mich dann nicht abgeknallt? Er lag ja am Ende nicht, oder? Also warum hat er es, verstehst du, wie ich meine? Harvey? Alle einmal bitte die Beine vertreten. Sie, Breitenberg hat uns nicht mehr geantwortet und dann ist ein Heli von uns losgeflogen. Aber hast du mich gesehen, wie ich ihn erschossen habe? Das ist das, was ich nur frage. Keine von euch wurde gesehen. Ja, das ist ja dann nur eine Vermutung. Oh shit. Darf ich meine Situation? Also, erstens, wir waren bei der Justiz. Herr Breitenberg hat schon den ganzen Tag von etwas geredet, vom Bündnis irgendwas. Und dann wollte er mit Chico zu den OGs. Wir standen davor, da war irgendein Zivilist und dann hat er alle weggeschickt, bis auf Chico. Irgendwann später kam kein Funk mehr durch von Mr. Breitenberg. Kam kein Funk mehr durch. Danach ist irgendwann Mr. Bitcoin aufgewacht, dann ist er zu den OGs gefahren und von ihm kam später auch kein Funk mehr durch. Okay. Dann sind wir mit dem Helikopter zu dem GPS von Mr. Bitcoin und wer liegt da? Mr. Bitcoin? Oder also auf jeden Fall lag da eine Person. Ich weiß auch, wer das war. Schwachsinn, Mirda. Ja, ich weiß auch, wer das war. Und dann wer schießt auf uns? Ein lilaner Helikopter. Interessant. Warte mal, Fazi.
Angeblich war ja Breitenberg und Chico zusammen. Das kann ich sogar bestätigen. Aber wenn Breitenberg lag, dann muss doch Chico was davon gewusst haben. Chico ist auch im Krankenhaus aufgewacht. Könnt ihr mir das bitte erklären? Stimmt, ja. Chico ist auch im Krankenhaus aufgewacht. Jo, wie sollen wir euch das erklären? Wenn ihr das selber nicht... Aber hört zu, Hermanos. Die waren bei den OGs. Die sind zu den OGs gegangen. Ich weiß, ja, aber kann mal, ja auch sein, mal, dass er über einen Kannstein gestolpert ist. Kann sein, kann, aber wieso kann, ist es mit... Vermutung. Aber wieso bin ich dann auch im Krankenhaus aufgewacht? Das Problem ist, wenn wir es jetzt mal so sagen können, selbst die Verwehrung ist gerade verwehrt. Ist genau das, Mirna. Na, warte, dann erkläre ich das kurz nochmal. Darf ich kurz für Fasi erklären? Es geht gerade nicht um, ob Mr. Bitcoin dort und dort aufgewacht hat. Es geht gerade darum, dass auch auf jeden Fall ein lilaner Heli auf uns geschossen hat. Das ist die Tatsache, warum wir wissen, dass ihr das wart. Da gibt's aber nichts zu diskutieren. Das war mit der Aktion mit Bitcoin da vorne. Nicht ja, okay, die Aktion. Okay, okay, das ist nicht es ist egal, welche Aktion. Ist, ihr habt auf uns geschossen. Unsere Männer wurden geschossen. Genau. Auf beide Seiten. Wurden was, geschossen, Gott verdammt. Jetzt beruhigt euch. Auf beide Seiten wurden geschossen. Aber ist okay. Was würdet ihr dann machen? Ich stelle die Gegenfrage. Was würdet ihr dann machen, wenn ein Bitcoin oder jemand anderes von einer hohen Position oder selbst jemand, der keine hohe Position hat, einen Stich zwischen die Rippen bekommt? Von jemandem, den man da zuordnen kann zu der Helikopterfarbe. Würdet ihr dann hinlaufen und die Leute in den Arm nehmen oder davon ausgehen, dass es auch eine Gefahr ist und drauf schießen? Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. No, du hast recht. Ist, aber der Grund ist ja relativ plausibel. Wenn jemand mit einem braunen Mantel oder mit einer braunen Hose einen Bruder von uns einen Stich gibt und es kommt ein braunes Flugzeug, dann ist ja klar, dass man als Fraktion das Feuer eröffnet. Das würde jeder hier im Raum genauso machen. Aber das ist richtig, 100% recht. Aber Moment, Loco. Das ist 100% richtig. Aber das ist ja wieder Aktion, Reaktion. Aber Hermano, wenn, ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll, aber wenn du dir sicher sein kannst bei einer Sache, dass ich niemals mit meinen Hermanos ohne Grund so umgehen würde, wenn ich irgendwas getan haben sollte. Warte, niemals. Und deswegen verstehe ich nicht, Schnauze, Loco, ganz kurz, Hermano. Deswegen verstehe ich nicht, wieso wir nicht unsere Lösung diskutieren, sondern darüber rätseln, was passiert ist und der hat das vergessen und der darf dieses hier, mir da. Wir kommen niemals auf einen Punkt so. Niemals. So. Wir schaukeln uns nur hoch mit unseren Emotionen. Sieh, Loco. Ganz kurz, ganz kurz. Okay, hören wir mal zu, ganz kurz. Okay, wir gehen jetzt alle davon aus, Mr. Bökon hat Marcel getötet, Mahmoud hat Breitenberg getötet, danach wurden Chico umgebracht von euch, wir haben eure Männer umgebracht. Ganz kurz, Olaf, bitte. Ja, aber du stellst ja eine Behauptung auf, die nicht stimmt. Nein, wir gehen davon aus, was wir machen. Wir gehen davon aus, dass es stimmt. Was machen wir denn hier? Wir reden doch gerade genau da. Wir gehen davon aus, doch, wir gehen davon aus. Und genau deswegen, Olaf, sag ich, lass uns über die Lösung sprechen und nicht über das, was passiert ist. Bitcoin, ich lasse es nicht hier im Raum stehen, dass jemanden, für den ich meine Hand ins Feuer legt, ein Mord zugesprochen wird von jemandem, der nicht mal dabei war. Ich lege jetzt meinen Schwanz hier auf den Tisch und mir kann den jeder abschneiden oder drauftreten, dass Mahmoud Breitenberg nicht getötet hat. Schaut dir jetzt Cracky an. Jeder weiß, dass Mahmoud, wenn er will, 10 Leute auf einmal holt. Und hätte er das Bedürfnis gehabt, Breitenberg zu ficken, dann hätte er es in dem Moment gemacht, wo er aus dem Auto ausgestiegen ist. Aber das hat er nicht gemacht. Also lass dich nicht, egal von wem, hier im Raum behaupten, dass Mahmoud ihn getötet hat. Das ist einfach eine Unterstellung und bringt Negativität hier in den Raum. Darf ich ganz kurz was sagen zu dieser Breitenberg-Sache? Warst du Chico, dabei? Oh, ja, ich war dabei. Chico und Breitenberg waren unten bei uns im Anwesen. Die wollten über dieses Bündnis sprechen, abgesehen jetzt von diesem Bündnis. Ich war mit Olaf im Auto. Olaf hat Marcel angerufen, also durchgefunkt, dass er mit Breitenberg, dass er ihm sagen soll, er soll später kommen, weil wir irgendwas vor. Ja, genau. Breitenberg ist dann mit Chico zu Fuß gegangen. Ich habe einen von denen, ich weiß nicht wem genau nochmal, habe ich gesagt, ja, gib Breitenberg und Chico das Motorrad. Und dann sind die weggefahren. Und ab dem Moment habe ich nichts mehr von denen gehört. Wahrscheinlich hatten die einen Motorradunfall und niemals wird Mahmoud sie umknallen. Wenn Mahmoud. Das heißt, Moment, ich fass mal zusammen. Das heißt, nachdem die von eurem Anwesen weg war, habt ihr die nicht mehr gesehen? Nee. Richtig. Gut, Hermano. Marcel, bist du auch der Meinung? Was meinst du? Am Telefon hast du mir gesagt, dass ihr bei der Staatsbank wart. Du hast von deinem Anwesen gar nichts gesagt. Du sagtest. Moment. Ich wiederhole, was ich dir gesagt habe. Ich, Mahmoud, Sosa und
Isco, glaube ich. Waren in der Nähe von der Staatsbank, haben mit Breitenberg geredet, Digga. Und 3 Minuten, und das war's, Digga. Fertig. Und dann? Danach sind die ihren Weg gegangen und wir mussten in eine Schießerei zum Rüssel fahren. Ich kann dir sagen, was wir vorhatten. Bei uns waren heute auf dem Grundstück angebliche Ballers, die es hier in der Stadt gar nicht gibt, mit lilanen Klamotten. Ich weiß nicht mehr, ob das Breitenberg war. Der kann ich hatte, ich, wir Situation haben die schon, die wollen es nur nicht einsehen gerade. Nicht mehr genau. Aber uns wir haben sich widersprochen schon. Baller erschossen vor die Tür gelegt. Den haben wir versucht zu reanimieren. Das hat nicht geklappt und auf unserem Grundstück waren Sachen gesprüht, wie, keine Ahnung, irgendwelche Beleidigungen uns gegenüber. Und daraufhin war das oberste Gebot, in die Stadt fahren und Leute mit lilanen Klamotten suchen, weil die auch lilanen Klamotten anhaben. Dann hat, ich weiß nicht mehr, wer das von meinen Jungs bei mir gesagt, Breitenberg will mit uns reden. Der war unten am Strand an der Treppe. Guck ich habe gesagt, ja, Bartow war mit ihm. Und ich habe gesagt, nein, das, auch wenn er ein wichtiger Mann ist, das geht jetzt nicht. Wir haben Priorität und zwar diese Wichser, die auf unserem Grundstück für Fitner stiften wollen, die müssen wir jetzt suchen. Und ab dem Moment ist mein Wissen auch weg. Ich weiß nicht, was mit Breitenberg da passiert. Kann ich dir sagen. Hermanos, wir haben einfach 3 verschiedene Geschichten. Die Geschichte von Marcel in der Staatsbank, die Geschichte von Cracky bei euch am Anwesen und die Geschichte von Mahmoud, die wir nicht wissen, wo sie stattgefunden Cracky hat. War nicht da, dass er, Moment, er hat gerade gesagt, er war dabei. Hör zu, Hermano. Mahmoud, worauf wolltest du hinaus, Hermano? Als du gesagt hast, Breitenberg war komplett respektlos zu dir und hat dich. Das ist doch ein Motiv, oder sehe ich das falsch jetzt? Ja, ja, das ist schon. Wo ist das passiert, Mahmoud? Sag's mir wo. Das war ein bisschen früher. Schnauze, Cracky, mir da! Das war im Auto, also das mit dem, wo der meinte, wo der so meinte mäßig, und wenn ihr danach uns nicht zum Bündnis nehmt, dann werdet ihr sehen, das war, guck mal, ich sag dir so ganz genau die Zahl, warte. Gerne. Das war, wo wir anwesend einfach hochfahren, hier Richtung die Tankstelle, da oben ist so eine Tankstelle, 5011. Nach dem Blitzer. In der Mitte von dieser Tankstelle oder in der Mitte von dem, wo wir unsere Autos ausparken, die Garage. Okay. Also nicht unsere Frackgarage, sondern normale. Ganz genau in der Mitte da irgendwo war das. Das heißt, Cracky, nachdem du die quasi losgelassen hast, gesagt, fahrt Cracky los. War nicht mal da. Nein, er war am Anwesen, Hermanos, hör zu, er war am Anwesen. Du hast sie nur losgeschickt, Cracky, oder nicht? Nein, ich guck mal, das mit Mahmoud und so, das war ganz früher, da waren wir noch kaum alle wach. Ja, da war nur ich wach, weißt du, das war wirklich heute um 15 Uhr oder so. Und das mit Cracky und so, das war später, wann war das, 20 Uhr oder so, 19 Uhr, irgendwie so. Ja, und dann kam Breitenberg mit Chico zu uns und da war erstmal ein Baller am Liegen. Keine Ahnung, wer ihn umgeschossen hat. Breitenberg und ein paar Kalis waren da auch dabei. Und dann sind die Kalis weg gewesen. Wir dachten, alle wären weg. Auf einmal ruft mich Chico an. Ich nehme das Telefon an. Er sagt, ja, komm mal runter bei den Treppen bei eurem Anwesen. Ich bin runtergegangen. Dann meinten die, ja, wir müssen wegen diesem Bündnis sprechen. Nur Olaf, also ich bin dann hoch wieder zu Olaf gegangen und habe gefragt, ob wir reden sollten oder ob wir das auf später verschieben sollen. Olaf meinte, ja, ich funk Marcel kurz durch, was wir da machen. Marcel meinte, ja, lass das später verschieben. Das mit dem Ballers hat gerade Priorität. Haben wir gemacht. Ich habe dann nur gesehen, dass Breitenberg und Chico gelaufen sind. Ich habe denen ein Motorrad gegeben und da habe ich ihn nicht mehr gesehen. Okay. Was mir gerade noch einfällt, ganz wichtig. Eigentlich sollte Vato das Breitenberg sagen. Ich habe Marcel per Funk gesagt, dass er das bitte machen soll. Kein neuer Läufer, in Anführungszeichen, von uns einer wichtigen Person wie Breitenberg diese Nachricht mitteilen soll, dass wir jetzt keine Zeit haben. Ich glaube, und da kann ja Breitenberg mal kurz auf sein Handy gucken, ich glaube, dass Marcel ihm eine SMS geschrieben hat, dass wir das später machen. Ich bin mir nicht ganz sicher, Marcel, weißt du es noch? Hast du ihn angerufen oder eine SMS geschrieben? Ich habe ihn geschrieben gehabt. Also ich kann euch zwei Sachen. Okay. Schau mal auf dein Handy, ob du eine SMS hast, Breitenberg. Brauche ich nicht nach Krankenhäuser, lösche ich alle SMS und gehe aus dem Funk. Reine Vorsichtsmaßnahme. Also ich kann, warten Sie mal. Das stimmt, Digga. Nee, habe ich nicht. Einmal das. Aber zweitens verstehe ich das mit dem Ballers nicht, aber Fasi war dabei. Was war mit diesem Ballers einmal? Ja, der war davor, der war vor der Haustür ohne Grund, der war auf deren Anwesen, ist dann wieder rausgelaufen. Genau. Ja, den haben wir dann für die getötet. Und dann sie haben ihn für ihn getötet. Und dann hat er ein Flugticket bekommen nach Afrika für 1,5 Tage und dann sind die OGs gekommen. Aber hören Sie mal, also ich töte einen Baller, ich sage, Chito, lass uns ein Bündnis machen, Mahmoud beleidige ich aber, Marcel wird irgendwie abgestochen, Bitcoin wird abgestochen, ich werde abgestochen. Was ist hier los? Romanos, ich sage euch ehrlich. Marcel wird abgestochen, weil wir vermutlich dich getötet haben sollen. Ich will nur eine kleine Sache noch sagen, da könnt ihr alle zu Ende reden, ja?
Als allererstes spielen wir hier gerade nicht Among Us oder so ein Scheiß, ja? Dass wir den Täter suchen oder sonstiges. Bloß, dass die Täter nicht mal wissen, was passiert ist mir da. Hört mir zu, ja, hört mir zu. Das macht hier alles gar keinen Sinn, ja? Richtig? Ich werde beschuldigt von meinem langjährigen Bruder Bitcoin. Taten gemacht zu haben. Das du weiß ich nicht. Gründe zu finden. Nein, aber jetzt beschuldigst du mich schon wieder, Mirda. Ja, Leute, ich beschuldige. Was ist das leid. Für ein Kindergarten? Ich weiß, dass du das denkst, Digga. Du bist immer noch den Gedanken, dass ich das war. Bitcoin, ich sag dir jetzt noch ein letztes Mal. Die Sache mit Breitenberg hat nichts mit uns zu tun. Und dass du oder einer von euch mir ein Messer reingeschoben hat, das war die Reaktion auf die Aktion halt, auf den Messerstich. Wer von uns? Ja, Bruder, das warst du, Digga. Mahmud, guck mich an. Das warst du, Digga. Ja. Schau mir in die Augen, Mahmud. Ich schau dir in die Augen. Und deine Maske ab. Und jetzt sagst du mir, ganz einfach, wieso du aus Emotionen heraus diese Tat begangen hast und nicht einfach sagst, sie, es war aus Emotionen, es war dumm und fertig. Wieso? Schau mal, alles, was Hör ich zu, gesagt, ganz kurz. Okay, nein, warte, Mann. Warte. Vergiss aber nicht, Hermano, dass wir... Ja. gesagt haben, wir haben uns, und du hast es dann, ich weiß nicht, ob du es vergessen hast, dass wir uns nicht verraten, Armano. Ja. Und das haben wir bis heute nicht getan. Okay. Also sag mir wenigstens die Wahrheit. Und ich habe dich nicht verraten. Ich schwöre dir, alles mit diesem Auto hat genauso gestimmt. Wenn da eine Lüge mit drin war, war es, weil ich nicht... Weißt du, wer Breitenberg niedergeschossen hat? Und ich schwöre dir, ich habe Breitenberg nicht abgeknallt. Weil es wer war? Lass doch ehrlich, lass doch einfach ehrlich hier mit der Alles gut, Hermanos, alles gut. Also eins will ich sagen, egal, wenn wir gleich weiterfahren. Alles gut, Hermano. Und Olaf, wenn du deine Antwort nicht gerade bekommen hast, Hermano, dann weiß ich auch nicht. Man muss nicht immer etwas sagen, um zu wissen, was los ist. Aber Fakt ist mir da. Bin ich blöd. Ich kann dir nur eins sagen, Bitcoin. Das Gespräch hätte sehr viel mehr Potenzial gehabt. Aber da wir einige Dinge nicht sagen dürfen, sind, so wahr ich hier sitze, uns die Möglichkeiten hier auch gerade etwas beschränkt. Es nervt. Bin ich bei dir. Komplett. Deswegen, lass uns die Möglichkeiten nutzen, die wir haben, Armano. Ich bin hier und jetzt bereit, Frieden zu machen. Diese Scheißakte zu schließen, sie zu verbrennen, Mirda, und dass nicht mehr drüber geredet wird. Weder meine Leute, noch deine Leute. Und einfach auf einer normalen Basis... wieder ganz normal weiterhin Hermanos sind, denn Mahmud versteht sich mit meinen Leuten sehr, sehr gut, genauso wie ich mit euren Leuten. Deswegen, wollen wir es jetzt kaputt machen oder nicht? Das ist eure Entscheidung. Kurze Frage, kannst du vielleicht die Maske wieder aufsetzen? Ach, mir Nassi. Macht mir ein bisschen Angst. Ach, deswegen die Maske, Hermano. Beine bewegen Lotus, ne? Hat jemand was zu essen? Sieh, ich hab was für dich. Also, ich denke, für uns alle ist die beste Lösung, wenn wir jetzt hier rausgehen, vielleicht etwas vorbelastet, aber wenn wir hier rausgehen und das, was vorhin in den Bergen passiert ist, nicht nochmal wiederholen. Wir sind zwar jetzt diejenigen, die hier drinnen stehen und Antwort und Rede stehen mussten zum Teil, aber wir haben nichtsdestotrotz auch bewiesen, dass wir in der Lage sind, dagegen zu halten. Wir waren heute nicht mal alle Mann. Das stimmt. Ich denke, für uns alle ist es das Beste, wenn wir jetzt hier einfach rausgehen, eine Nacht vielleicht drüber schlafen nochmal und uns, wenn wir uns auf der Straße sehen, nicht bekriegen, sondern begrüßen. Ich bin da ganz bei dir. Und weil ich ganz genau weiß, dass Teflon genauso wie ich die Letzten sind, Mirda, die Kriege begehen wollen oder Kriege laufen lassen wollen, weiß ich, dass es uns genauso geht. Sieh, nur wenn jemand nicht in der Lage ist, vernünftig zu reden und die Gespräche nicht wertschätzt, haben wir keine andere Auswahl, als andere Gesten sprechen zu lassen. Aber da es nicht der Fall war... Mit ein paar kleinen emotionalen Schwankungen, Mirda, Sie Breitenberg. Eine Sache noch, damit hier niemand mit Bauchschmerzen rausgeht. Alle, die irgendwie wen wehgetan haben, wenn die sich entschuldigen, sind die Sachen gegessen, richtig?
Teflon wurde beleidigt. Ich habe Mahmoud wohl beleidigt. Marcel wurde wohl angestochen. Ich verstehe es. Aber falls ich irgendwas ausgelöst habe, versehentlich, was ja auch sein kann, weil mein Humor etwas Eigenes, möchte ich mich trotzdem bei Mahmoud entschuldigen und den Leuten hier erklären, dass es nicht irgendwie meine Absicht war, einen Krieg anzuzetteln. Ist angenommen, Mann. Ist angenommen, verdammte Scheiße. Wer sind wir, verdammte, dass wir nicht verzeihen, Mann? Auf jeden Fall. Alle jeden, hier den Finger in die Mitte. Jalla. So. Ich dachte schon gerade, ich bin das größte Arsch. Nein, du sollst meinen Schwanz neben mir lassen können, Bruder. Komm. So. Sosa, der ist zu klein, ich komme da nicht richtig ran, Digga. Lieber den Finger benutzen. Sosa, was machst du da? Aber Disco, dein Finger ist in mein Ohr. Ich hätte noch gerne meine Spezialkarabiner. Es ist halt kein Platz mehr da, Mann. Ja, ich will auch meine Karabiner auf den Schwere geholt. Du weißt, wie ich sie einfach niedergelegt habe. Ja, kommen Sie. Ich bin kein Arschloch. Danke dir. Besten Dank. Und noch eine Sache, Hermanos, hört mal zu. Hast du meine Shotgun dabei? Egal in welcher Beziehung wir jetzt oder in Zukunft. Mirda, wieso, wenn ich rede, Loco, Mirda? Ganz kurz. Warum ist es gerade so, dass du von der Toast, warum geht der einfach weg? Weil er doch gar nichts sagt. Eigentlich, Mirda. Da könnte was dazu, er hat hier mitgeschossen. Nein. Ja, aber vielleicht muss er kacken oder so, weißt du doch nicht. Hast du ihn nicht? Aber dann bitte nicht auf meinem Parkplatz, Mirda. Er wurde angerufen, war du, glaube ich. Hermano, hör zu. Was wollen wir denn mehr von der Toast, Mirda? Er lag dort hinten im Dreck. Was interessiert uns das? Er hat noch einen Kommentar, dass es hier wegen Kinder geht. Aber ansonsten war das alles. Okay, Hermanos, hör zu, Olaf. Ich zeig dir jetzt, Olaf, dass ich nicht nachtragend bin, sieh? Ich habe schon seit 3 verdammten Tagen, Mirda, eine Sache für Cousin erworben, die es nur einmal auf diesem Start hier gibt. Und die habe ich für ihn als Geschenk geholt. Kommt mal mit, Hermanos. Komm mal nach draußen. Warte, bevor wir die Sache hier vergessen, ich will meine Waffen wieder. Du kriegst gar nichts mehr da, nur Olaf hat seine Waffe wieder bekommen. Wo ist Cousin? Cousin! Das sieht aus wie ein Spielzeug. Hermanos, das ist ein Lego-Auto. Das ist ein Lego-Auto? Sieh, das ist ein Lego-Auto. Achso, okay, du hast. Jetzt darf er mal ohne Führerschein rumfahren. Ja, das cool, das Ding kann er. Wie schnell fährt denn das Ding? Das fährt sehr gut. Cousin Mirda, komm runter! Meiner Stimme nach. Komm, Cousin. Cousin. Meiner Stimme nach. Guckt euch das an, Mirda. Komm her. Oha, guck mal, Cousin. Das ist ein Lego-Auto, Hermanos. Darf ich bauen? Das ist deins, Hermano, ja, das hier, ist deins. Hier, jetzt hier, mach die Augen auf. Hier, aber du musst nach links gucken. Oh mein Gott. Was soll Danis fahren? Si. Mr. Witt, kann ich da gar nicht zudenken. Okay, gratis. Ach so, no. Olaf, fahr du mit ihm erst runter. Fahr. Hermano, no. No, ich sitze hier schon. Ist schon zu spät. Wir können beide einsteigen. Echt jetzt? Was? Ist das ein Viertürer, Mirda? Hermano, Cousin. Das ist ein Einzelstück auf diesem Start. Ein Einzelstück, es gibt's nicht nochmal. Das ist ein Lego-Auto. Darf ich damit über Berge fahren? Damit kannst du. Und glaub mir, die Lenkung. Doch, das geht, Hermano, aber die Lenkung ist sehr, sehr gut von diesem Fahrzeug. Oh, danke schön, ist damit kein Cousin. No problem, Hermano.